Sportschau Live. Die zweite Bundesliga mit Julia Kleine. Und damit einen schönen Sonntag an alle da draußen, an alle Rasenballsport-Liebhaberinnen und Liebhaber. Es ist wieder soweit. Dieser Sonntag, der macht sowas von Bock. Bundesliga und zweite Liga in der Konferenz und im Einzelstream hier bei uns mit euch zusammen bis in den Abend hinein. Und den Auftakt, den machen Kiel gegen Magdeburg, Braunschweig gegen Schalke und Osnabrück gegen Nürnberg. Die zweite Liga natürlich hier bei uns bei Sportschau Live. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und was euch da jetzt gleich erwartet, das sagt euch Sportschau-Reporterin Anne van Eickels. Dieser Sonntag hat Tradition. Und jetzt kommt es Schlag auf Schlag. Sechs Mannschaften mit Erfolgsgeschichte. Und was sich jetzt hier abspielt, meine Damen und Herren, das können Sie sich nicht vorstellen, das können Sie sich nicht denken. Das Spiel ist zu Ende. Eintracht Braunschweig ist der neue deutsche Fußballmeister. Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke. Altmeister unter sich. Kozlowski. Wernig los. 2:0. Nur eine Woche nach dem Pokalspiel das schnelle Wiedersehen. Ich hätte fast eine Wette abschließen können, dass man zweimal hintereinander gegen Braunschweig spielt. Pokale, Titel, Meisterschaften, Emotion und Tradition. Seit 1948 hat die Bremer Brücke wieder große Zuschauerzahlen gesehen. Der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Nürnberg. Und da kommen sie, der Club aus Nürnberg. Hoffnung auf den ersten Saisonsieg. Ja, so ist der Fußball. Es sind schon wilde Dinge passiert. Geschichte und Geschichten, die der Fußball schreibt. Und Sparwasser gegen zwei Italiener und ein Selbsttor der Italiener. Tor. Wir begrüßen den Kapitän des neuen Europapokalsiegers, 1. FC Magdeburg, Manfred Zapf. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Der 1. FC Magdeburg bei Holstein Kiel. Beide noch ohne Niederlage in der Liga. Jetzt Angriff von Holstein. Aber abgewehrt. Nervös ist das Spiel, aber spannungsreich. Dieser Sonntag hat Tradition. Kiel gegen Magdeburg, Osnabrück gegen Nürnberg und Braunschweig gegen Schalke. Alle Spiele in voller Länge, einzeln und in der Konferenz. Nur hier bei der Sportschau. Live von der Farbe. Und jetzt haben wir uns in Stimmung gebracht. Jetzt wollen wir aber wissen, wie Fans vor Ort in Stimmung sind in den einzelnen Stadien. Im hohen Norden, da sage ich Moin zu Patrick Seibel. Patrick, und natürlich die erste Frage, kann das Holstein-Stadion Stimmung? Moin aus Kiel zurück. Ja, das Holstein-Stadion, es kann Stimmung, aber wir wissen auch, dazu muss meistens das vom Rasen überspringen auf die Tribüne. Aber wenn die Mannschaft, die Heimmannschaft, das unten abliefert, dann kann das Holstein-Stadion ganz schön heißblütig werden. Das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt. Momentan gespannte Erwartung bei strahlendem Sonnenschein. Sind noch ein paar Plätze frei im Stadion. Es ist noch Urlaubszeit. So gut 10.000 werden nur erwartet heute. Aber die aus Magdeburg, die sind alle da. 12.000 etwa sind drüber gekommen und haben also ihr Kartenkontingent ausgeschöpft. Und ich würde mal sagen, es ist alles angerichtet für ein schönes, vielleicht sogar ein superschönes Fußballspiel in Kiel. Ja, gute Laune bei den Gastgebern wäre auf jeden Fall berechtigt. Zwei Siege zum Saisonstart und mit einem dritten Sieg könnte das Team von Coach Marcel Rapp heute sogar an die Tabellenspitze klettern. Das wird man sich doch nicht nehmen lassen, oder? Ja, wenn es nur nach den Kielern geht, sicherlich nicht. Man könnte natürlich vor allem wieder den großen Nachbarn im Süden, den Hamburger SV, überholen. Aber das sind, glaube ich, nur Nebenaspekte. Die Kieler wollen natürlich nur zu gern ihren Top-Saisonstart mit zwei Siegen, so gut sind sie noch nie in die zweite Liga reingestartet, weiter veredeln und den dritten Sieg obendrauf packen. Aber da hat der Fußballgott ja auch noch den Gegner davor gesetzt und das ist der SC Magdeburg. Und das ist eine Mannschaft, die auch top gestartet ist, mit 4 Punkten reingekommen in die Saison. Auch Magdeburg noch nie so gut gestartet. Und das wird wirklich ein Spiel zweier sehr ähnlicher Mannschaften. Ist auch eine Seltenheit im gesamten deutschen Profifußball, würde ich mal sagen, dass zwei Mannschaften, die beide für Ballbesitzfußball stehen, aufeinandertreffen. Und von daher wird das A super spannend und B hoffe ich auch, dass das ein richtig schönes Fußballspiel wird. Und gefallen hat mir, was Marcel Rapp, der Kieler Trainer, gesagt hat während der Pressekonferenz vor dem Spiel. Er hat gesagt, ich glaube, dass die Leute auf den unteren Sitzen, die müssen heute nicht so oft nach
nach oben schauen, um den Ball zu sehen. Er meint natürlich damit, dass es ein gepflegtes Flachpassspiel geben wird. Zweier Mannschaften, die gerne und lieber mit als gegen den Ball spielen. Und wir würden uns natürlich auch über viele Tore freuen. Vielen Dank, Patrick Seibel. Und wir gehen weiter nach Braunschweig. Da sitzt für euch in den nächsten 90 Minuten plus Stefan Grothoff am Mikrofon. Stefan, und auch bei dir. Da wollen wir natürlich wissen, wie es mit dem Stimmungsbarometer aussieht. Sind die Fans heiß auf diese Partie heute? Ja, mehr als das. Und das hat natürlich auch mit den äußeren Temperaturen zu tun. Einige Schalker sind schon ganz früh losgefahren. Die habe ich nämlich schon um 9.30 Uhr hier in Braunschweig getroffen. Und gesagt, was ist denn mit euch los? Habt ihr euch irgendwie vertan mit dem Wecker? Nö, wir hatten keine Lust, in der Hitze loszufahren. Also die waren dann schon eine Weile hier und haben dann so ein bisschen die Gegend erkundet. Ist ja auch ganz schön in Braunschweig. Ist wirklich ein sehr schönes Städtchen. Ja, und die anderen, die sind ein bisschen später gekommen. Als Stadion ist rappelvoll und natürlich wollen die Schalker heute hier 3 Punkte mitnehmen. Ah, diese Auftaktniederlage beim HSV, die knabbert immer noch an den Knappen. Das merkt man doch relativ deutlich, wenn man hier mit dem einen oder anderen im Vorfeld gesprochen hat. Ja, und der BTSV, der ist schon wieder mal im Krisenmodus, muss natürlich auf jeden Fall heute auch punkten. Denn diese Auftaktniederlagen mit jeweils ganz, ganz knappen Pleiten, das nagt natürlich auch ein bisschen am Gesamteindruck. Die Braunschweiger gar nicht so schlecht gestartet, aber nun, wie gesagt, stehen sie wieder unten drin. Ja, und die wollen natürlich raus, endlich aus dem Tabellenkeller. Also entsprechend heute der Zulauf und auch entsprechend das Anheizen hier im Stadion. Also welches Team heute die Kehrtwende schaffen wird, das wirst du für uns kommentieren. Vielen Dank, Stefan Grothoff. Und wir gehen weiter nach Osnabrück. Da reportiert für euch Hendrik Lückhoff. Hendrik, wie sieht's denn aus an der Bremer Brücke? Haben die Fans auch Bock? Auf jeden Fall. Osnabrück ist in Fußballstimmung. Das Stadion nahezu ausverkauft. So ein paar Plätze, würde ich sagen, sind noch frei. Aber der Gästeblock, der ist komplett voll. 1500 Nürnberger haben den weiten Weg gemacht. Oder vielleicht haben sie ihn ja gar nicht so weit gemacht. Denn vergangenes Wochenende, da waren die Nürnberger ja in Oberneuland bei Bremen. Das ist ja gar nicht so weit von hier. 40, 45 Minuten mit dem Zug. Also vielleicht da der ein oder andere Nürnberger in den Ferien gerade macht vielleicht auch ein bisschen Urlaub hier im Norden. Und dann wäre der Weg gar nicht so weit gewesen. Also Stimmung ist auf jeden Fall gut hier an der Bremer Brücke. Bisschen bedeckter Himmel, aber 26, 27 Grad. Also perfektes Fußballwetter. Dann kommen wir noch mal kurz von der Stimmung zum Sportlichen. Ne? Schauen wir auf diese Partie heute. Denn beide Teams, die brauchen ja unbedingt so langsam mal Punkte. Nur einen einzigen haben jeweils beide. Einen Unterschied gibt's aber dann doch noch. Nürnberg ist im DFB-Pokal nach der ersten Runde weiter, Osnabrück nicht. Ist das so ein psychologischer Vorteil heute für Nürnberg hier in Osnabrück? Ja, würde ich gar nicht so sagen, denn man muss natürlich das einordnen, dieser 9:1 Sieg der Klubberer beim FC Oberneuland, das war beim Oberligisten, gut, da konnte man einen hohen Sieg erwarten, aber auch Osnabrück, die haben hier ja einen richtig, richtig harten Pokalfight abgeliefert gegen den Erstligisten Köln, haben da lange richtig gut mitgehalten, das war so ein Mutmacher nach diesem ja etwas durchwachsenen Auftakt, da haben sie viele positive Erkenntnisse rausgezogen, die Osnabrücker, da geht ein Prozess voran, das war die beste Saisonleistung und ein Ausrufezeichen gegen den Erstligisten so gut mithalten zu können und deswegen glaube ich nicht, dass die Klubberer hier heute einen Vorteil haben, was die Psyche angeht. Wir wissen ja alle, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Vielen Dank, Hendrik Lückhoff, und jetzt geht's hier los, die erste Halbzeit. Kiel gegen Magdeburg, Braunschweig gegen Schalke und Osnabrück gegen Nürnberg. Wir hören uns in der Halbzeitpause wieder. Ich bin Julia Kleine und jetzt viel Spaß mit den ersten 45 Minuten. Sportschau live. Die zweite Bundesliga. Und jetzt die erste Halbzeit. Im Holsteinstadion in Kiel stehen die Mannschaften bei strahlendem Sonnenschein unten auf dem Platz. Angefangen hat es noch nicht, aber das geht direkt los hier. Nicolas Winter, der Schiedsrichter, schreitet jetzt zum Anstoßpunkt. Beide Mannschaften, die ja noch ungeschlagen sind in dieser Spielzeit, die ja natürlich auch noch jung ist, muss man auch dazu sagen. Kiel mit 2 Siegen und Magdeburg 1 Sieg, 1 Unentschieden. Die sind beide noch in ihren Hälften, haben den Kreis gebildet und dann wird es gleich losgehen. Die Kieler, die spielen zuerst Richtung Gästeblock und die Magdeburger, die spielen zuerst in Richtung Kieler Fanblock. Und dann wird es hier gleich angerichtet werden zu diesem Zweitligaspiel. Und so stehen sie dann jetzt da unten und wollen gegen Schalke die Revanche. Eintracht Braunschweig in Blau und Gelb, natürlich Schalke heute in Schwarz. Bei den Temperaturen vielleicht ein kleiner Fingerzeig könnte das
zum zusätzlichen Schwitzen beitragen, die Braunschweiger, diese Pokalschlappe. Wieder mit 1:3 am Ende knapp verloren, Ladestands 1:2 und zuvor Kiel und Magdeburg auch nur so knappe Pleiten. Es ist zum Mäusemelken aus Sicht der Braunschweiger, so haben sie es selber gesagt. Sie müssten da auch nicht drinstehen, ein oder zwei Unentschieden mehr könnten es durchaus sein. Also heute soll es also glücken, heute soll es dann losgehen und jetzt rollt der Ball da unten. Die Fans jedenfalls sind da und haben hier ordentlich Stimmung gemacht im Vorfeld und wir sind sehr gespannt, ob man also heute mit Lehren aus dem Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 bestehen kann. Jens Hertel hat zunächst mal auf fast das gleiche Personal gesetzt wie zu Beginn und auch der FC Schalke kommt natürlich mit allem, was Rang und Namen hat. Jetzt gucken wir mal auf die Braunschweiger, die von hinten heraus zunächst mal mit einem langen Ball operieren. Nach vorne über die Mittellinie kommen, aber auf der linken Seite wird zunächst mal richtig gut verteidigt. Ja, so ist das eben. Da ist der FC Schalke eben doch eine andere Hausnummer. Wir haben schon drüber gesprochen, diese Auftaktniederlage beim HSV, die nagt dann doch ein bisschen am Schalker Selbstbewusstsein. Aber es ist ja alles noch jung in der Saison. Noch keine Tore hier, logisch. Spiel hier in Osnabrück läuft gerade 24 Sekunden. Die Nürnberger haben angestoßen, noch nichts passiert. Jetzt gibt's mal einen ersten Freistoß für Osnabrück. 5 Meter in der gegnerischen Hälfte auf der linken Seite, weil sich da Nürnberger ein bisschen zu sehr aufgestützt hat gegen seinen Gegenspieler. Und deswegen geht das hier einmal ganz langsam los. Dieser Freistoß jetzt ausgeführt von Tesche, dem ältesten Torschützen der zweiten Liga in dieser Saison. Und auf der anderen Seite steht ja mit Can Usun bei den Nürnbergern der Jüngste mit seinen erst 17 Jahren. Die Osnabrücker im Ballbesitz hinten in der Innenverteidigung. Jetzt Wiemann mit einem langen Schlag raus an die Mittellinie. Da kommt auch Engelhardt an den Ball, aber der wird da umgeräumt, von hinten geschoben vom Nürnberger Jamra. Und deswegen der Freistoß schon ausgeführt. Jetzt könnte es mal schnell gehen über die rechte Seite, aber da der Ballverlust. Deswegen Nürnberg mit der Eroberung und da geht's jetzt nach vorne. 0-0 weiter. Riesenjubel der Magdeburger in Kiel. Die dritte Spielminute ist gerade mal angebrochen und Magdeburg führt hier mit 1:0. Ganz böser Abspielfehler der Kieler in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld von Sterner. Und dann läuft Lukas Schuler rein, der hat das geahnt und er bleibt stabil, geht in den 16er, ein kleiner Haken und dann ein schöner Abschluss. Mit rechts dreht sich der Ball rechts unten rein, unerreichbar für Thomas Dähne, den Kieler Keeper. Und Schuler mit seinem jetzt schon dritten Saisontreffer bringt Magdeburg mit 1:0 in Führung. Das ist ein Auftakt, den die Kieler sich sicherlich anders vorgestellt haben. Jetzt muss man mal gucken, wie lange die Mannschaft braucht, um wieder hier zurückzukommen. Und sie kommt über die rechte Seite nach vorne und dann kommt der Rückpass hier ins Mittelfeld und dann über die rechte Seite mit Sander den Ball vor den 16er gezogen, aber rausgeklärt. Und dann gibt es erstmal den Einwurf für Holstein Kiel, etwa 10 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Neuzugang Shuto Mashino legt sich den Ball hier erst einmal zurecht, nimmt jetzt einen weiten Anlauf, um dann reinzuwerfen in den 16er. Die vierte Spielminute läuft, Magdeburg führt 1-0, Kiel mit dem weiten Einwurf in den 5er hinein, Kopfballabschluss, aber der war zu lasch. Dominik Reimann, ganz in grün gekleidet, der Ex-Kieler und jetzt Magdeburger Keeper, hat zugepackt und den Ball weit nach vorne getreten in die Offensivabteilung, wo Attik versucht hier den unter Kontrolle zu bekommen. Die Kieler sind da. Und es gibt dann den Einwurf für die Gäste. Beste Stimmung natürlich im Block der Magdeburger, die hier diese Führung gerne mitnehmen und gerne bejubeln. Jetzt gibt es einen Freistoß etwa 25 Meter vorm Tor der Kieler für den FC Magdeburg. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit hier, um wieder für Gefahr vom Kieler Tor zu sorgen. Die Kieler, die müssen jetzt schnell im eigenen Interesse wieder zurückkommen in diese Begegnung, müssen das annehmen, dass sie hier hinten liegen. Und dann kommt jetzt der Freistoß für die Gäste. Bad Attik steht am Ball, Torentfernung
28 Meter rechte Seite, Ball fliegt vor das Tor und dann ist er da mit dem Kopf, der Patrick Erras, der Kieler Innenverteidiger, und klärt erst einmal ins Seitenhaus. Magdeburg führt in Kiel mit 1:0. Das nenne ich mal einen stürmischen, einen turbulenten Start in dieses Zweitligaspiel. Da waren die Schalker schon aufgesprungen und in ihrem Tornleg alle Fans und haben gejubelt. Hat sich die Anreise schon gelohnt. Der Ball lag im Netz. Kenan Karaman per Kopfball, aber abseits. Und das hat der Schiedsrichterassistent an der Seite sofort gesehen. Karaman natürlich überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Wir haben einen Kontrollmonitor und können nochmal bestätigen, es war alles rechtens. Das war wirklich klar abseits von Kenan Karaman. Also dieser Kopfballtreffer zählte nicht auf der Gegenseite. Knapp eine Minute später nur Toni Uca nach einer tollen Vorarbeit von Gomez bedient in der Mitte. Dann setzt er den Ball knapp am Langpfosten vorbei. Da musste sich Müller schon mächtig anstrengen, um da überhaupt nochmal hinzukommen in Richtung Tortnäckchen. Im Augenblick wieder eine Verletzungsunterbrechung an der Seitlinie. Ich weiß nicht, ob es erneut Tauer ist. Der musste gerade eben schon behandelt werden. Nee, der ist es nicht. Es ist Aujan, der jetzt unten am Boden saß, gerade eben einen Schlag abbekommen hat gegen den Knöchel. Jetzt erstmal vorsichtig rausgehen. Also, was für ein Auftakt an der Hamburger Straße. So lässt sich das an hier bei der Braunschweiger Eintracht. Beide signalisieren heute 3 Punkte. Sonst nichts. 0:0 noch in Osnabrück. 5 Minuten gut sind rum und jetzt gibt's die erste Ecke für den VfL Osnabrück. Könnte die erste Chance geben hier für die Gastgeber. Die Gäste bzw. beide Mannschaften haben hier noch nicht wirklich was aufs Tor gebracht. Eben mal so ein Schuss von Niemann, der Osnabrücker, der dort dann aber Lawrence angeschossen hat. Und jetzt gibt's eben die Ecke für Osnabrück von der rechten Seite. Kommt hoch rein an den Elfmeterpunkt. Martinja, der Nürnberger Torhüter, kommt raus, boxt das Ding nach vorne weg. Und dann noch einmal geklärt vom Mitspieler. Und es gibt den nächsten Einwurf für Osnabrück. Also jetzt das erste Mal nach 6 Minuten, dass sich eine Mannschaft hier so ein bisschen in der gegnerischen Hälfte festspielt. Das sind die Osnabrücker, die Lila-Weißen, die jetzt hier diesen Einwurf ausgeführt haben, vorne in den Strafraum rein. Der an der Kante harte Zweikämpfe dort. 2 gegen 2 und dann die Nürnberger aber am Ende die Gewinner. Langer Schlag raus von Lawrence, der dort eben nach diesem harten Schuss von Niemann so einen Brummschädel hatte, weil er den Ball mit dem Kopf abgewehrt hat. Kann aber weitermachen, ist auch schon wieder mit dabei, eben jetzt mit diesem langen Schlag raus, kommt aber kein Mitspieler vorne ran, deswegen Osnabrück im Ballbesitz. Diesmal der lange Schlag raus vom Osnabrücker Schlussmann Lennart Grill, der ja im Vergleich zum Pokal, wo Philipp Kühn das Tor gehütet hat, jetzt wieder im Kasten bei den Niedersachsen steht. Dann gab es ein Foul, dort ein Offensivfoul von den Osnabrückern, deswegen der Freistoß für Nürnberg in der eigenen Hälfte schon ausgeführt. Jetzt mal über die linke Seite. Das ist da Okunuki, der mal über die linke Seite geht. Versucht da in die Zentrale reinzulegen. War schon im Strafraum drin, aber dann die Osnabrücker noch rechtzeitig dazwischen aufmerksam. Und jetzt gibt es auf der Nürnberger Seite die erste Ecke von der linken Seite. Und vielleicht auch jetzt für den Club die erste Gelegenheit, mal offensiv gefährlich zu werden. Da haben sich auch die Innenverteidiger mit nach vorne begeben beim Club. James Lawrence, der eben ja wie gesagt mit dem Kopf einmal geklärt hat, ist mit dabei, kommt er aber jetzt nicht an die Kugel. Die Osnabrücker können klären, keine gute Ecke in dem Fall, langer Schlag raus in die gegnerische Hälfte. Jetzt muss Jamra, der Verteidiger der Nürnberger, aufpassen dort, dass er den Ball nicht verliert, war dort im 1-1 und dann wollen die Fans hier an der Bremer Brücke in Osnabrück ein Foulspiel gesehen haben, war aber nichts, Spiel geht weiter. Der Club mit der Balleroberung und es geht schon wieder über die linke Seite. Okunuki, der Japaner, da zieht mal wieder auf. Jetzt einmal zurückgelegt. Dann ist es Jamra, der erstmal über die linke Seite kommt. Und jetzt so etwas wie Powerplay der Klubberer. Über die linke Seite geht's dort jetzt wieder mit Okunuki. Zieht jetzt mal in die Zentrale, könnte schießen. Aber dann die Grätsche von einem Osnabrücker, in dem Fall Aydini. 18 Meter vor dem Tor und das war ein Foulspiel, sagt Schiedsrichter Sascha Stegemann. Und das wird jetzt eine ganz schmackhafte Position dort für den Club. Da ist Aydini ein bisschen zu rabiat rangegangen gegen Usun.
Er hat dort mal aufgezogen von der halblinken Position, ist in die Zentrale gezogen. Dann grätscht Aydini rein und erwischt zwar den Ball, aber erwischt auch den Gegenspieler. Und jetzt gibt's eben diesen Freistoß, wie gemalt, vielleicht ein bisschen zu zentral. So 19, 20 Meter vorm Tor, so ein bisschen nach links versetzt. Und da steht jetzt Brown, steht dort, wird diesen Freistoß möglicherweise ausführen. Ist noch nicht ganz klar, da muss erstmal nochmal die Mauer gerichtet werden. Die Nürnberger schauen, wie sie diesen Freistoß ausführen können. Jetzt immer noch nicht freigegeben. Jetzt der freigegeben. Schuss und in die Mauer rein. Nochmal der Nachschuss und nochmal in die Mauer. Klub bleibt im Ballbesitz. Linke Seite dort an der Eckfahne. Jetzt im 1 gegen 1. Es bleibt aber erstmal beim 0-0 und gibt die Ecke. Holstein Kiel läuft an. Holstein Kiel versucht, das frühe 0-1 gegen den 1. FC Magdeburg wettzumachen. Schuler nutzt eine Unsicherheit und einen Fehlpass in der Kieler Defensive und machte hier diesen frühen Treffer. Aber die Kieler, die waren nur ganz kurz geschockt und dann heißt es angreifen, angreifen. Die Kieler bestimmen hier das Spiel, das auch geprägt ist von vielen Zweikämpfen, immer wieder Fouls. Aber Magdeburg bleibt gefährlich bei Kontern, gerade eben Attig mit einem Schuss aus 18 Metern über Skida Tor. Die Kieler kommen über die rechte Seite mit Sander, der bleibt dann hier hängen und Magdeburg über Bell spielt den Pass vor dem eigenen 16er und jetzt über die linke Seite versucht es nach vorne zu kommen, aber die Kieler machen das Mittelfeld sehr, sehr eng und haben den Ball erobert mit Sander, der schießt hier Bell an, das Ganze direkt vor der Trainerbank der Magdeburger, wo Christian Tietz, der Coach, natürlich zufrieden sein kann mit dem Spielstand, aber vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, weil die Kieler hier wirklich sehr energisch und dynamisch auf den Ausgleich drängen, aber jetzt verlieren sie den Ball im Vorwärtsgang und Magdeburg kann in die Umschaltsituation reinkommen mit Attig auf der Mittellinie. Pass zur Mitte. Schlecht gemacht. Maschino kriegt ihn aber nicht unter Kontrolle. Der Kieler Angreifer, der vorhin in aussichtsreicher Position von seinem Captain übersehen wurde, von Philipp Sander. Sonst hätte Kiel vielleicht ausgleichen können. Sander schoss selbst, aber Reimann hatte keine Probleme, der Magdeburger Keeper diesen Ball zu halten. Jetzt Ballverlust. Magdeburg auf Höhe der Mittellinie, aber Skripski macht das nicht so genau bei seinem Passversuch auf Sander und deswegen die Magdeburger wieder dazwischen. Das Spiel sehr eng im Mittelfeld. Beide Mannschaften versuchen hier die Räume gut zuzumachen. Und jetzt etwas, was wir schon zum wiederholten Mal gesehen haben. Ein Offensivfoul. Der Kieler vorne fast am Strafraum. Der Magdeburger deswegen pfeift. Schiedsrichter Nicolas Winter, der eine Partie hat, die nicht so einfach zu leiten ist. Und es gibt viele, viele Zweikämpfe. Freistoß Magdeburg. Die Gäste führen 1-0. Nicolau also mit der nächsten großen Chance für die Braunschweiger Eintracht. Und was sind da hinten für Schalker Löcher, wenn die Braunschweiger mal ins Tempo kommen? Hier, wenn sie mal ins Rollen kommen, über die rechte Seite gerade wieder auch eine unglaubliche Chance im Wechsel. Nicolau, Gomez und auch immer wieder Kaufmann, die da völlig alleine gelassen werden von den Schalkern. Da müssen sie hinten mal langsam aber zupacken. So, jetzt die Schalker mal mit einem Entlastungsangriff über die linke Seite mit Lino Tempelmann, der seine Sechserposition da ein bisschen aufgibt, aber Braunschweig hat aufgepasst und packt entsprechend zu. Es ist ein physisches Spiel zwischen beiden Mannschaften, eher natürlich von den Braunschweiger Löwen. Und was hier in den ersten 10, 12 Minuten geboten wurde von den Blau-Gelben, das fordert die Fans natürlich richtig heraus. Also die stehen da und feiern die Mannschaft jetzt an. Aber der FC Schalke ist natürlich immer wieder auch alleine gefährlich mit Entlastungsangriffen. Technisch eine sehr gute Mannschaft. Individuelle Qualität ist da. Nächster Entlastungsangriff. Der Braunschweig über die rechte Seite wird gestoppt. Ballverlust, tückisch. Jetzt aufgepasst, da müssen sie aufpassen. Und dann ein Heber. Ui, gar nicht so verkehrt. Aujan möchte gerne einen Elfmeter haben. Andere Schalke auch. Der Rode erst recht. Der ist dann nämlich zu Boden gegangen im Strafraum. Aber ich denke, das kann er sich abschminken. Da war ein bisschen viel, ich sage mal, italienische Schauspielkunst dabei. Der Rode liegt immer noch am Boden. Deswegen jetzt natürlich Pfiffe von den Tribünen hier, vor allem vom Braunschweiger Block, vor dem das Ganze da direkt gerade passiert ist. Also, der Terodde, jetzt kann er sich gleich mal wieder hochwuchten. Ist ja gut, wir haben es jetzt verstanden.
Das war alles nicht so schön für Simon Terodde. Vielleicht aber wollte er auch einfach ein bisschen mehr Spielraum herausholen für sich. Das ist da nicht immer gleich eine elfmeterwürdige Geschichte. Ja, so kann es also durchaus auch gehen. Das heißt, mal ein Zeichen setzen für die nähere Zukunft. So, nun kommt er endlich hoch, der Terodde. Und wir können festhalten, die Braunschweiger mit wirklich vielen guten Chancen in dieser Startphase. Da müssen sie an der einen oder anderen Stelle einfach nur mal ein bisschen konsequenter abschließen. Nicht so hektisch. Nicolao gerade noch mal mit einer riesen Chance. Die jagt er über den Querbalken. Da kann er sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Toni Uccia hatte schon zwei Dinger. Kaufmann zwei Dinger. Gomez eins. Also durchaus Chancen da. Und das ist ja auch das alte Braunschweiger Problem. Erstens überhaupt ideenlos. Zweitens die Ausbeute an sich effizient. So, nächster Einwurf von der linken Seite. Hat er gut gemacht. Donkor, das ist der tollste Zweikampf, die tollste Paarung im Augenblick. Donkor gegen Lassme. Und immer wenn Donkor mit nach vorne geht für die Braunschweiger über die linke Seite, dann wird Brian Lassme von Kuchai übernommen. Dann ziehen die Braunschweiger also eigentlich einen Mann von der ganz rechten Seite rüber auf die linke, weil sie offenbar hingeknobelt haben, dass das die gefährliche Schalker Achse ist. Dadurch gibt es natürlich Platz auf der anderen, auf der linken Angriffsseite der Schalker. Einwurf Odomkor jetzt zunächst mal in die Mitte rein. Geblockt mit der Brust und wieder kommt Nicolao nicht rechtzeitig zum Schuss. Aber der zweite Ball landet bei Blau-Gelb. Wieder die Braunschweiger. Hoher Ball in die Mitte und dann kommt er raus für Marius Müller. Boah, steht er gut in der Luft. Da holt er sich die Kugel einfach mal, fliegt die aus der Luft. 0:0. Aber ein tolles Spiel in Braunschweig. Weiter keine Tore in Osnabrück zwischen dem VfL und dem 1. FC Nürnberg. Die erste richtig dicke Chance, die hatten die Gastgeber hier gerade eben nach einer schönen Halbfeldflanke von Aydini von der rechten Seite. Und da war Mike Engelhardt, der Ex-Nürnberger, war dort zur Stelle am Elfmeterpunkt und zieht einfach mal ab. Volley genommen, das Ding. Und dann geht der Ball so einen Meter rechts am Tor vorbei. Also das ist die erste gefährliche Aktion hier in Osnabrück, aber es steht, wie gesagt, noch 0:0. Ansonsten das Spiel relativ ausgeglichen. Der Club so 3, 4, 5 Minuten ein bisschen drückender mal gewesen, hatten da auch 2, 3 Ecken schon mal von der linken Seite, die aber nichts eingebracht haben und deswegen also nach wie vor keine Tore. Jetzt Osnabrück über die rechte Seite, aber auch da schon wieder der schnelle Ballverlust, also ja, das im Moment so ein bisschen das Spiel hier. Die Bälle gehen relativ schnell verloren. Keine Mannschaft kann hier so einen wirklich strukturierten Aufbau hinlegen bislang. Auch jetzt wieder langer Ball vom Club mal in die Spitze, aber auch der schnell wieder weg. Deswegen jetzt die Gelegenheit für Osnabrück. Mal ein bisschen Platz für Niemann auf der linken Seite, aber da ist Jamra dann schnell dran und stellt das Ganze zu und deswegen muss es bei den Gastgebern hinten rumgehen. Gefährlicher Querpass da von Kleinhansel in die Zentrale. Da kommt der Club fast dran, in letzter Sekunde noch gerettet von Aydini in die eigenen Reihen. Und jetzt wieder so ein bisschen Zweikampfgestocher an der Mittellinie. Niemand, der da mal ein Dribbling ansetzt in die gegnerische Hälfte. 20 Meter vorm Tor, kann sich dort aber gegen 3 Nürnberger nicht behaupten. Jetzt ein schöner langer Ball vom Club vorne rein. Da haben sie vorne Hayashi gesucht, aber dann ein bisschen zu lang der Ball. Da kommt dann Lennart Grill, der Torhüter der Osnabrücker, aus seinem Kasten raus, kann das Ding rechtzeitig klären. Also auch da kommt es nicht zu einer richtigen Chance für den 1. FC Nürnberg. Der Club wartet noch auf die erste dicke Gelegenheit hier. Ist aber im Ballbesitz, jetzt erstmal in der eigenen Verteidigung, in der eigenen Hälfte mit Jolaine links rausgegeben auf Lawrence. Der gibt aber erstmal wieder ganz zurück zu seinem Keeper, zu Christian Matenia, der schon 20 Meter vor seinem Tor steht. Und ja, der Club sucht so ein bisschen, wo er mal einen Weg findet durch die Osnabrücker rein. Also bislang, wie gesagt, konnte hier keine Mannschaft so ein richtiges Offensivfeuerwerk zünden. Das einzige Feuerwerk, was wir aktuell sehen, brennt im Block der Nürnberger. Da leuchtet so ein bisschen rot, nichts Schlimmes. Aber jetzt der Club über die rechte Seite. Da ist es Mann Thailand Duman, der mit einem flachen Pass dort in die Mitte versucht, mal Gefahr in den 16er zu bringen. Findet aber keinen Mitspieler. Der Ball prallt ab und geht ins Tor aus. Deswegen gibt es jetzt also die Ecke, die erste von der rechten Seite jetzt mal für den Club. Und auch die wird Thailand Duman ausführen gleich.
wird sich da vielleicht ein bisschen Zeit lassen, weil da, wo er jetzt steht, da ist nämlich mal ein bisschen Schatten. Ist gut warm hier in Osnabrück. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch in ein paar Minuten die erste Trinkpause hier geben wird. Aber erstmal kommt natürlich jetzt die Ecke von der rechten Seite. Thailand Duman hebt den rechten Arm mit dem rechten Fuß, also vom Tor weggezogen. In der Mitte Kopfballbefreiung von den Osnabrückern. Dann aber die Balleroberung beim Club. Und da geht's aber erstmal wieder in die eigene Hälfte zurück. Also es schaukelt sich hier noch so ein bisschen warm. Keine Tore nach wie vor. 18,5 Minuten rum. Die erste dicke Chance hatte Osnabrück. Vom Club bisher nichts wirklich Gefährliches. Bleibt erstmal beim 0-0. 20 Minuten vorbei im Holstein-Stadion in einem total intensiven Zweitligaspiel, in dem nach wie vor der Gast aus Magdeburg führt. Seit der zweiten Minute, als Lukas Schuler einen Fehlpass der Kieler in der Defensive erlaufen konnte und das Ding dann auch verwertete. Aber die Kieler, die versuchen hier permanent Druck zu machen, pressen total hoch, stressen die Magdeburger hier permanent, die sich aber hinten hier noch keinen Schnitzer erlaubt hatten. Immer mal wieder sind hier so Szenen, wo man denkt, jetzt gleich ist der Ball mit einem schlimmen Fehlpass eine Beute der Kieler, aber bisher konnten sie das dann immer wieder reparieren. Die Magdeburger. Spiel ist auch sehr, sehr zweikampfintensiv. Jetzt die Kieler mit einem langen Ball in die Offensive, aber den kann der Pichler nicht erlaufen, denn er stand im Abseits, muss ihn drüber laufen lassen. Das ist die Gelegenheit für den ersten FC Magdeburg, über die linke Seite nach vorne zu kommen. Mit Conte, Ex-Kieler, das Ganze 13 Meter vor dem Tor auf Attic und der passt dann zurück auf die linke Defensivseite zu Leon Bell-Bell. Sie versuchen hier mit der Spielkultur mal ein bisschen die Hälfte der Kieler reinzukommen. Das gelang ihnen selten in den letzten 10 intensiven Minuten den Magdeburgern. In der Anfangsphase, da hatten sie noch 2 Gelegenheiten aus ihrem Tor. Aber das ist jetzt, wie ich schon sagte, tatsächlich ein paar Minuten her. Aktuell sind sie mit Defensivaufgaben beschäftigt und mit dem Versuch, die Pressinglinie der Kieler zu überspielen. Jetzt kommen sie über die linke Seite nach vorne mit Conte. Linksaußenposition geht in den 16er rein. Querpass. Blau und Gelb jubelt das 1:0 für den BTSV. Der FC Schalke 04 hinten blank und dann sind sie durch und zwar wie Toni Uca. Natürlich, wer sonst hat den Geniestreich auf dem Fuß, keine Abseitsposition und dann ist es Kaufmann, der den Ball unten rechts versenkt im Eck. Keine Chance für den Schalker Keeper, 1:0, Braunschweig. Der 1. FC Magdeburg stellt auf 2:0 in Kiel. Conte passt zur Mitte und dann nimmt der Franzose Jean Hugonet den Ball auf den Schlappen und zieht ab. Das war eigentlich kein Ball, der reingehen muss. Aber Kiels Keeper Thomas Dähne, er kann ihn nicht halten. Er setzt noch einmal vor ihm auf, aber dann wirklich, das muss man in die Kategorie Torwartfehler einordnen. Er liegt da schon quer, der Ball prallt ihm gegen den Bauch und von dort hoch rein ins Tor. Und plötzlich führt Magdeburg 2:0. Und es waren wirklich 2 individuelle Fehler der Kieler, die diesen Zwischenstand ermöglicht haben. Einmal dieser böse Fehlpass in der Anfangsphase und jetzt dieses Ding, was Hugonet zum 2:0 für die Gäste nutzt. Die 23. Minute läuft und jetzt bin ich wirklich gespannt, was dieses Tor mit den Kielern macht. Äußerlich erst einmal nichts. Sie greifen weiter an, kommen mit Sterner über die rechte Seite. Das Ganze etwa 30 Meter vom Tor der Magdeburger entfernt im Ballbesitz und dann ist die Kugel draußen. Magdeburg spitzelt den Ball erstmal raus über die Seitenlinie. Kiel mit dem Einwurf, Sterner zurück zu Eras und der sucht sofort Thomas Dähne, den Keeper, der hier weit rauskommt aus dem 16er und den Ball dann nach vorne schlägt. Und wir erinnern uns im letzten Heimspiel gegen Fürth, ebenfalls schon Schnitzer von Dähne, der hier die Fürther Führung ermöglichte. Jetzt aber die Kieler mit der Möglichkeit am 16er dran. Sander mit dem Schuss, aber der wird abgeblockt. Und dann trudelt der Ball über die Grundlinie und es gibt Abstoß vom Tor der Magdeburger. Also wie die Kieler jetzt diesen Treffer annehmen, das wirkt auf mich so, als ob sie nichts ändern an ihrer Spielweise, als ob sie weiter versuchen Druck zu machen. Aber aktuell führt Magdeburg mit 2:0. Was ist denn hier los? Im Stadion an der Hamburger Straße zu Braunschweig. Nächste richtig dicke Chance für den BTSV. Und Blau und Gelb feiert hier
immer noch den Treffer von Fabio Kaufmann. Da kommt schon wieder Uja mit so einer Traumvorlage für Gomez diesmal. Und der schiebt das Ding aber nur um Haaresbreite am Langpfosten vorbei. Da wäre Müller auch nie und nimmer dran gekommen. Mann, oh Mann. Also Schalke muss hier dringend Trinkpause jetzt. Ganz, ganz wichtig. Toni Uja in den Griff bekommen. Der brilliert hier derartig heute. In der Mitte lässt er sich immer wieder fallen, der Mittelstürmer des Braunschweiger Turn- und Sportvereins, und nimmt da die Bälle auf. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Lino Tempelmanns Baustelle, an der wirklich an dieser Stelle muss er eingreifen. Tempelmann kommt nicht hin, Schallenberg dann oft überfordert, zu spät da, um von hinten rauszurücken, ist zu weit mit aufgerutscht, und so hat Uja jede Menge Zeit, um Bälle zu klatschen oder auch zu verteilen. Das ist richtig gut von den Braunschweigern, dass sie ihren Mittelstürmer da nach vorne ziehen. Und der hat natürlich die Technik, der hat natürlich das Spielvermögen und die Erfahrung, seine Kollegen, seine Mannschaftskameraden dann richtig in Szene zu setzen. Das hat er jetzt schon zwei, dreimal richtig gut gemacht. Einmal hat es gereicht für einen Treffer durch Fabio Kaufmann. Aber ganz ehrlich, den hätte auch meine Oma gemacht mit dem Rollator. Ganz sicher, Fabio Kaufmann, so eine schöne Vorlage von Toni Uja. Unfassbar, muss man ehrlicherweise sagen. Klasse, da musste Kaufmann wirklich nur noch gegenrennen und das Ding ins Tor tragen. Gerade eben Riesenchance für Gomez. Auch wieder Uja. Was ist das für ein Stürmer, dieser Toni Uja? Also muss sich Schalke jetzt drauf einstellen. Guck, und jetzt unterhalten sich da und Baumgartel und Kaminski, die beiden Innenverteidiger, und sagen, du musst den nehmen. Ja, von wegen. Ihr müsst beide aufpassen. Und natürlich in der Mitte der Sechser, der Schalker. Und nicht so luftig das Mittelfeld. Und Thomas Reis, das weiß ich ganz sicher, hat ihn gerade bei der Trinkpause ganz genau dasselbe gesagt. Das ist einfach zu offensiv. Die stehen zu hoch für diese schnellen Braunschweiger Jungs, die dann immer wieder in das Umschaltmoment reinkommen. 1:0 also für den BTSV vor heimischem Stadion. Ja, und jetzt müssen wir ehrlich sein, wenn wir die letzten 3-4 Spiele sehen, das hat es schon ein paar Mal so gegeben. Starke Grätsche auf der Außenbahn von Kurucay. So, das ist ein Foulspiel. Und das ist fast gelbwürdig, weil die Braunschweiger wieder in die Vorhand gekommen wären. Siehste, der Kaminski und der Baumgartel. Diesmal hat der Baumgartel den Uja vorsichtshalber mal umgehauen. Und er sagt, du läufst nicht nochmal davon. So ist das dann. Tja, völlig klar. Dann musst du eben die taktischen Fouls ziehen an dieser Stelle. Und Dankert hat es gesehen, der Schiedsrichter hat gleich gesagt, pass auf, einmal lasse ich das durchgehen mit einer Ermahnung. Beim nächsten Mal Karton. Völlig klar. Mensch, der BTSV, die können richtig Fußball spielen. Das tun sie heute. Aber Schalke lässt sie auch. Boah, ist das offen. Wieder so ein Ding an die 16er-Kante. Und um ein Haar war Domkor durch diesmal. Du liebes bisschen. Schalke, also das muss echt dringend besser werden da. Müssen im Rückwärtsgang einfach viel kompakter werden. Wow, wow. 1-0 Braunschweig. Und ein tolles Fußballspiel. Kleine Erfrischung hat es gerade gegeben hier in Osnabrück für die Spieler. Gab gerade eine kleine Trinkpause und das beim Stand von 0:0 zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Nürnberg. Wir haben eine dicke Gelegenheit gesehen für die Gastgeber, die Niedersachsen hier. Die stammt allerdings schon aus der 12. Minute, also ist schon eine Viertelstunde her. Schöne Halbfeldflanke von der rechten Seite und da war Mike Engelhardt, der Ex-Klubberer, war vorne in zentraler Position, nimmt das Ding Volley und jagt das Ding dann aber so einen Meter rechts am Tor vorbei. Da wurde es mal richtig gefährlich. Ansonsten eher der Club so ein bisschen spielbestimmender. Haben so ein bisschen mehr Offensivaktionen, aber so richtig gefährlich geworden sind die Franken bisher noch nicht. Hatten zwei, drei Ecken, aber daraus ist bisher nichts entstanden. Eine Auswechslung gab es schon beim Club. James Lawrence, der Innenverteidiger, musste schon raus, hatte in der Anfangsphase so einen harten Schuss da von Noel Niemann abgeblockt mit dem Kopf und hatte dann Brummschädel, hat dann erstmal nochmal eine Viertelstunde weitergespielt, aber musste dann doch raus. War wohl offenbar doch ein bisschen angeschlagen für ihn. Jannes Horn im Spiel und der Club kommt über die linke Seite mit Brown. Der Linksverteidiger, da geht es jetzt vorne weiter über Okunuki, der dort im 1-1 gegen Aydini. Nimmt nochmal Brown mit, schönes Zusammenspiel da, jetzt mal in die Zentrale gelegt. Da ist es Thailand Duman, der an die 16er Kante legt, dort einen Doppelpass versucht mit Okunuki, aber dort dann nicht erfolgreich ist. Dann prallt der Ball nochmal ab und dann versucht Can Osun mit dem Nachschuss und der aber kein Problem für den Torhüter beim VfL Osnabrück. Das ist Lennart Grill, ich habe es erwähnt, er ja wieder zurück im Tor, nachdem im Pokal ja Philipp Kühn im Kasten stand. Aber das war eigentlich die erste Aktion, wo jetzt Lennart Grill mal eingreifen musste. Aber
Ich sag mal so, den hätte er auch mit seiner Kappe noch gehalten, die er allerdings aktuell nicht aufhat. Gerade ein kleines Foul an der Mittellinie dort von Brown, dem Nürnberger Linksverteidiger, an Aydini, gibt den Freistoß. 8 Meter in der gegnerischen Hälfte, ganz rechts draußen. Erstmal zurückgespielt, wieder beim VfL Osnabrück in die eigene Hälfte. Ja, das Spiel plätschert so ein bisschen dahin, ehrlicherweise. So die ganz großen Aktionen haben wir bisher nicht gesehen. Die eine Chance für Engelhardt, ansonsten war es das. Und so bleibt es erstmal beim 0:0. Halbe Stunde vorbei im Holstein-Stadion. 2-0, die Führung für die Gäste, für den 1. FC Magdeburg. Und dieses 2-0, das hat bei den Kielern doch Spuren hinterlassen, muss ich sagen. In den letzten Minuten tun sie sich sehr schwer, den Druck, den sie über weite Phasen dieser ersten halben Stunde aufgebaut hatten, wieder aufrecht zu erhalten. Dieses Ding, was ein Fehler war von ihrem Keeper Thomas Dähne, der einen eigentlich haltbaren Schuss von Jean Hugonet hier passieren ließ. Das merkt man der Mannschaft an. Sie versuchen jetzt wieder in die Spur zu kommen. Steiles Anspiel auf Pichler, aber das war nicht exakt genug. Da kommt er nicht hin. Da ist der Italiener Piccini da und kann den Ball zurückspielen zu Dominik Reimann. Hat sehr, sehr viele Ballkontakte, der Keeper der Magdeburger. Und schon sind sie wieder in Linksaußenposition mit Attik gegen Schulz. Attik macht den Ball fest am 16er. Der Kieler passt dann zur Mitte. Aber dann sind die Holstein-Spieler da. Und jetzt gibt es auch Szenenapplaus für kleine Bickel, den jungen Innenverteidiger, der hier in dieser Saison zur Stammformation zählt, ist gekommen. Letzte Saison erst zur zweiten Mannschaft und jetzt wurde er befördert und hat hier den Ball geklärt. Diagonaler Schlag der Kieler Richtung 16er der Magdeburger. Einigermaßen einfallslos in dieser Szene und die Defensive des 1. FCM hat hier keine Probleme, den Ball zu kontrollieren. Kommt über Bell. Immer wieder suchen sie Attik, der den Ball auf Höhe der Mittellinie hat und jetzt aufzieht. Wird nicht angegriffen. Passt auf die linke Seite raus. Bell ist schon am 16er. Wieder der Rückpass und der Schuss. Aber diesmal Colin Kleine-Bekel dazwischen mit einem Spreizschritt hat geklärt, bevor die Kugel Richtung Kieler Tor fliegen konnte. Magdeburg seit dem 0-2 spielen sie hier einigermaßen souverän auf, verlieren aber jetzt den Ball. Maschino für die Kieler, nicht so richtig drin im Spiel der japanischen Nationalspieler. Jetzt mit einem schönen Pass auf die Linksaußenposition zu Tom Rothe. Der geht dann im Zweikampf mit Elan Kuri zu Boden und einmal mehr eine Schiedsrichterentscheidung, die dem Publikum in Kiel hier nicht schmeckt. Einmal mehr entscheidet er gegen die Störche, entscheidet auf Offensivfoul und deswegen Freistoß für die Magdeburger in dieser 32. Spielminute beim Stand von 2:0 durch die Tore von Schuler und Hugonet. Nach dem 0-1 hatte ich gedacht, die Kieler, die bügeln das schnell aus, aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Magdeburg wirkt aktuell souverän. Zum ersten Mal richtig Luft anhalten bei den Braunschweiger Fans gefragt. Gerade eben Schalke mit einem Ausflug über die linke Seite und wieder Karaman, der die erste richtig gute Torchance vor einer geraumen Weile hatte, vor ungefähr einer Viertelstunde für Königsblau. Der macht's dann wieder, guckt nochmal in die Mitte, keiner mitgelaufen. Dann versucht er es mit einem frechen Außenrissheber und kommt nur knapp dran vorbei am Außenpfosten. Also ein bisschen Glück jetzt für Braunschweig. Weiter 1-0. Holstein Kiel ist zurück in diesem Spiel. Böser Fehler von Leon Bell auf der linken Außenbahn in der Defensive der Magdeburger. Skripski zwingt ihn zum Fehler, holt sich den Ball, läuft dann aus spitzem Winkel von rechts diagonal in den 16er ein und behält die Nerven über Dominik Reimann und es heißt 1-2. Richtig klasse dieses Spiel. Aufregend, intensiv. Und ich glaube, das letzte Wort ist hier unten noch nicht gesprochen. Magdeburg bleibt vorne, knapp vorne mit 2-1. Dominik Reimann, der Keeper, wie gewohnt 30 Meter vor seinem Tor mit großem Selbstbewusstsein gegen zwei Kieler. Spielt den Ball auf die rechte Seite, aber die Kieler gewinnen die Kugel schon wieder mit Skripski. Der ist kurz in der Mittellinie, steiles Anspiel auf Pichler. Der ist am 16er, Pichler abgefälschter Ball. Reimann ist da, Eckball für Holstein Kiel. Und jetzt ist hier richtig Feuer im Stadion, das Holstein-Stadion auf Betriebstemperatur. Ich kann sehen in der Wiederholung auf meinem Monitor, der Ball von Pichler wäre neben das Tor gegangen. Reimann geht auf Nummer sicher und bringt Kiel die nächste Ecke von der rechten Seite. Marvin Schulz legt sich den Ball zurecht.
der hinten nicht immer sicher aussah, jetzt aber vorne die Ecke von der rechten Seite reingibt. Vors Tor gezogen, Kopfball und dann ist die Kugel wieder draußen. Nochmal eine Ecke für Holstein. Die Kieler sind in dieser noch jungen Saison die Eckenweltmeister. Keine andere Mannschaft hat so viele Eckbälle wie sie rausgekriegt. Jetzt aber dauert es noch ein bisschen, bis der ausgeführt wird. 1-0 weiter für den BTSV, aber Schiedsrichter Bastian Dankert ermahnt die Braunschweiger jetzt ein ums andere Mal, da nicht so knüppelhart in die Zweikämpfe reinzugehen. Und es ist auch gar nicht nötig. Die Löwen machen sich selbst das Leben schwer, weil sie nämlich immer wieder unpräzise nach vorne spielen. Freistoß jetzt von Schalke, der versandet aber dann im 5-Meter-Raum in den Armen von Hoffmann, dem Braunschweiger Keeper. Also machen sich selbst das Leben schwer, die Blau-Gelben. Müssen sie doch überhaupt nicht. Können einfach auch ruhiger spielen im Aufbau nach vorne. Immer nur wild irgendwie in den 16er in Richtung Kasten von Marius Müller und dann hinterher jagen und irgendwie in die Zweikämpfe kommen. Das ist dann eben gefährlich. Es zieht Fouls ohne Ende und das hilft den Braunschweigern ja auch nicht. Sofort bekommt der Gegner den Ball und irgendwann dankert der Schiedsrichter das dann auch spitz. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann mal mit Karten weitergehen. Also, da müssen sie ein bisschen genauer spielen. Braunschweig jetzt nochmal mit der Möglichkeit nach vorne. Und ein abgefälschter Ball. 2-3 Mal gegen den Schalker Block. Ja, ist auch in Ordnung. Kann man ruhig mal riskieren. Wieder faul gepfiffen gegen Braunschweig. Höhe Mittellinie. Terodde umgerissen. Ich denke, das geht in Ordnung. Muss sich Ivanov jetzt nicht so aufspielen. Sollte locker bleiben, ist gepfiffen. Ja, siehst du? Und weil er da rumgemeckert hat, weil er gemotzt hat, gibt es die gelbe Karte. Sag's noch. Hey, es ist nicht clever. Und das sollen die Braunschweiger wirklich tunlichst unterlassen. Also, müssen wieder mehr ins spielerische Element reinkommen. Die Jungs von Jens Herdl für mit 1-0. So, alles gut. Und das kommt aus dem Nichts. Die Führung für den ersten FC Nürnberg. 35 Minuten sind rum. Ja, und wer soll's gewesen sein? Wer soll's denn schon gewesen sein? Can Uzun natürlich. Der S17-Jährige. Das Wunderkind. Er hat's gemacht. Nach einer Ecke. Die kommt rein. Dann so ein bisschen Verwirrung. Nochmal ein Schuss von Duman aufs Tor. Der bleibt erstmal hängen. Und dann der Nachschuss von Uzun aus 8 Metern zentrale Position. Hält einfach mal drauf, jagt das Ding rein, noch abgefälscht ein bisschen, keine Chance aus so kurzer Distanz für Lennart Grill im Tor des VfL Osnabrück. Und jetzt steht es eben 1-0 für den Club und das muss man sagen, eigentlich mit der ersten richtig dicken Gelegenheit. Die Nürnberger vorher hatten sich so ein bisschen festgespielt am Strafraum, aber davor hatte ja Osnabrück 2 dicke Gelegenheiten, die ersten beiden richtigen in diesem Spiel und jetzt führt der Club mit 1-0. Can Uzun mit dem Treffer in der 35. Minute. 1-0. Tja, und da hatten die Osnabrücker eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, hatten auch offensiv bisher mehr vom Spiel und jetzt laufen sie dem Rückstand hinterher. Wie stecken sie diesen Rückstand weg? Da schauen wir jetzt drauf. Langes Ding erstmal vom VfL nach vorne in die gegnerische Hälfte. Der Club kann sich erstmal befreien. Dann geht es jetzt so ein bisschen Ping-Pong-mäßig an der Mittellinie hin und her. Jetzt der Einwurf für Osnabrück an der Mittellinie. Linke Seite von Kleinhansel ausgeführt. Vorne auf Niemann, schön zurückgelegt auf Makridis. 25 Meter vor dem Tor. Der sieht wunderbar Aydini auf der rechten Seite. Ganz viel Platz. Zieht ab aus 20 Metern und links am Tor vorbei. Das ist die Reaktion, die der VfL Osnabrück zeigen muss. Hier nicht groß beeindruckt zeigen, sondern gleich wieder offensiv tätig werden. Und das war ein Strahl, den da Aydini mal losgelassen hat. Und da muss Martin ja aber mal richtig durchpusten. Der Tormann vom 1. FC Nürnberg war wahrscheinlich glücklich, dass dieses Ding links am Tor beziehungsweise von ihm aus rechts am Tor vorbei rauscht. Also die nächste gute Gelegenheit für den VfL Osnabrück. Aber Nürnberg führt mit 1-0. Und der Club im Aufbau über die rechte Seite in der Verteidigung mit Jamra im Zusammenspiel mit Duman versuchen da einen Doppelpass, der geht in die Hose und Makridis kann sich das Ding sichern, aber rutscht dann aus, tritt auf die Kugel und so bleibt der Club im Ballbesitz mit Brown über die linke Seite, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte, also jetzt der nächste Aufbauversuch für die Nürnberger, geht aber in gemächlichem Tempo, 1-0 für Nürnberg. Unverändert, total intensives Spiel in Kiel.
unverändert die Führung für die Gäste. Magdeburg 2-1 vorne. Ganz enges, ganz knappes Ding. Jetzt El Fadli macht das gut, befreit sich auf Höhe der Mittellinie. Nimmt Kondé mit auf der rechten Seite, hinterläuft El Hankouri. Der hat Platz, ist schon 30 Meter vor dem Tor. Dann ein Flankenball zur Mitte. Schuler legt ab auf Checker, der wieder zu Schuler. Das ganze 18 Meter vor dem Tor, zentrale Position. Wieder rausgespielt, die Magdeburg über die rechte Seite mit El Hankouri. Im Zweikampf setzt sich da durch gegen Kleine Beke, geht Richtung Grundlinie. Schreckschuss, gefährlich! Und da bringt der Däne gerade noch so die Fäuste vors Gesicht, bevor ihm dieses ganz krumme Ding scharf geschossen von der rechten Seite überrascht. Und es gibt die Ecke für die Magdeburger. Erste Ecke für die Gäste. Und das ist mal wieder eine Möglichkeit für sie, vorne gefährlich zu werden. Sie kommen immer wieder, meistens über den Mann, der jetzt auch diese Ecke treten wird, über Baris Atik. Über ihn laufen fast alle Angriffe. Über die linke Seite gefährlich nach vorne. Und jetzt war es zuletzt Checker, der auch zwei Abschlüsse hatte. Jetzt wird die Ecke reingegeben, kurz auf Checker, der gibt wieder raus. Und dann Atik mit dem Ball am rechten Fuß. Auf Checker, Doppelpass im Strafraum. Der Kieler aber aufgepasst hat, Skripski, Steven Skripski, der Mann, der den Anschlusstreffer für die Störche erzielte, kann aber nicht weiterleiten auf Mashino, den Japaner, der da lauert und den Ball aber doch nicht kriegt. Die Magdeburger über Belbel auf die linke Seite rausgespielt. Sind jetzt auf Höhe der Mittellinie und dann ist da immer ein sicherer Adressat. Der Keeper, Dominik Reimann, rausgekommen. 40 Meter vor seinem Tor steht er. Das ist eine mutige Spielweise, aber wenn es klappt, ist es auch schlau. Denn so kannst du das Pressing der Kieler zahlenmäßig einfach überbieten. Es klappt nicht immer. Vorhin der Rückpass von Belbel auf Reimann geriet zu kurz. Aber das war nicht der Fehler des Torhüters, der sich hier sehr, sehr ballsicher präsentiert. Der Keeper der Magdeburger. Auch jetzt wird er eingesetzt, 20 Meter vor dem eigenen Tor. Ganz lässig auf die linke Seite rausgespielt. Belbel 10 Meter vor der Mittellinie, lässt kurz prallen zurück auf Heber. Sie lassen die Kieler jetzt laufen, die Magdeburger. Skripski im Ein-Mann-Pressing. Heber ist jetzt an ihm vorbei, der Innenverteidiger, und sieht auf der rechten Seite Kondé, das Ganze Mitte der eigenen Hälfte. Magdeburg lässt den Ball hier laufen, auch mit Checker und El Hankouri. Jeder darf mal, jeder ist mal dran, und die Kieler eskortieren das Ganze aktuell, und jetzt gibt es ein Foulspiel und Freistoß für Magdeburg. Nach dem kleinen Schock der Ergebniskorrektur der Kieler, also nach dem Anschlusstreffer, hat Magdeburg erstaunlich schnell wieder zurückgefunden in die Spur. Macht auch wirklich ein ganz starkes Auswärtsspiel. Und auch wenn es so war, dass die Treffer durch zwei individuelle Fehler der Kieler fielen, also eigentlich mehr oder weniger Geschenke waren, macht Magdeburg dennoch hier einen super Eindruck, spielt hier richtig stark auf in einem tollen Zweitligaspiel. Die Kieler. Da ist der neue Mann auf der linken Seite. Da ist Soichiro Kozuki. Kann den Ball behaupten auf der linken. Nochmal vielleicht. Am 16er schon im Strafraum drin. Kozuki, dann Stürmerfoul vom Schalker. Frisch eingewechselt für Kenan Karaman. Der musste runter. Hatte ohne gegnerische Einwirkung, meine ich, zuletzt bei der Abwehr gegen Ujas Traumball da doch einen nochmal sich selber zugezogen, humpelte vom Platz, und das natürlich bitter für Schalke, dass sie den auswechseln müssen, hatte die besten Chancen der Partie in der ersten Halbzeit für Königsblau. Kenan Karaman, jetzt also fehlt er Schalke, und das wird sich bemerkbar machen. Bislang nämlich nicht viel zu sehen von Simon Terodde, der ja eigentlich sozusagen die Hauptlast tragen soll im Schalker Angriff. Den haben die Braunschweiger hinten aber auch gut im Griff. Also Kozuki jetzt drin für Karaman. Vorhin nochmal eine Möglichkeit für den BTSV, der hier klar das Heft des Handels in der Hand hat. Weiter, dann die Möglichkeit nochmal. Uja legt ab auf Gomez. Was macht er jetzt? Gomez nochmal um die eigene Achse. Links im Strafraum. Gomez kriegt den Ball in die Mitte flach. Nicht rüber transportiert zu Kaufmann, der da noch lauerte in der Mitte, aber zugestellt von den Schalkern. Also flach geht's dann doch nicht gegen den FC Schalke 04. Schon gar nicht langsam. Da müssen sie ein bisschen besser zurande kommen. 1-0. Die Führung der Braunschweiger durch die Traumkombination von Uca und Kaufmann hat Bestand. Und da sind sie schon wieder vorne, die Blau-Gelben. Das war clever nochmal quergelegt auf die Außenposition. Kaufmann jetzt könnte rechts am Strafraum reinflanken. Kaufmann am Strafraum versucht wieder flach, bleibt wieder hängen. Jo, da ist dann Endstation bei Owejan. Einwurf für den BTSV nochmal. 2 Minuten noch regulär hier in der ersten Hälfte. Und in der Rückschau können wir sagen, das ist eine richtig gute erste Halbzeit gewesen
für den Braunschweiger Turn- und Sportverein. Die haben aus der Pokalpleite sehr viel gelernt gegen Schalke. Genau vor einer Woche ging es hier 1:3 aus beim Cup-Wettbewerb. Und jetzt sind sie viel, viel besser drauf, haben die Schalker schön ausgeguckt und sind richtig agil und aktiv unterwegs. Also dieses 1:0 ist auch durchaus hochverdient für den Braunschweiger Turn- und Sportverein. Marius Müller, der Schalker Keeper, hat nochmal den Ball, weiter Abwurf nach außen auf die Position auf Tower. Der gibt aber gleich mal zurück. Und übrigens, Toni Utscher, der beste Braunschweiger, hat jetzt Manndeckung verordnet bekommen. Persönliche Security durch Baumgartel. Den Schalker, ja, lassen sie nichts mehr anbrennen. Nächster hoher Ball rein in den 16er der Braunschweiger. Abgefangen. Der Capitano hat den Ball. Nicolau, jetzt nicht hektisch werden. Genau, ruhig erstmal gucken, wo ist der Anspielstation. Das haben sie zu oft falsch gemacht. Wenn man überhaupt nach etwas suchen will in dieser ersten Hälfte, was nicht gut gelaufen ist, aus Sicht der Blau-Gelben, aus Sicht der Braunschweiger, dann das. Zu hektische, zu schnelle Abspiele oft nach vorne, die dann Ballverluste zur Folge hatten. Jetzt Schalke aber nochmal mit dem Ballgewinn auf der Seite durch Kosuki, der zurück auf die Mitte, auf Tempelmann. Geht noch was hier in den letzten 30 Sekunden der regulären Spielzeit. Der Mann mit der Tafel steht schon unten, wird wahrscheinlich ein, zwei Minütchen obendrauf anzeigen. Lassme, schön nochmal eine Ablage, Lassme! Und dann versuchen sie es wieder zu komplizieren. Seguin will da einen Braunschweiger tunneln, hinten im 16er, du liebes bisschen. Und Hertel regt sich total auf, weil er sagt, wo ist die Anspielstation? Nun hilft doch dem Toni mal, der kann doch nicht alles alleine machen. So ist es, was soll er denn noch alles machen, der Toni Utscher? Ui, 1:0 Braunschweig. Letzte Minute läuft in Osnabrück, steht weiter 1:0 für den Club. Durch das Tor von Can Uzun in der 35. Minute. Nach einer Ecke war er da ja zur Stelle, war so ein bisschen Verwirrung. Und dann im Nachschuss zieht er ab, der 17-Jährige, und macht das 1:0. Insgesamt ein ausgeglichenes Spiel. Der VfL Osnabrück vielleicht mit den etwas besseren Chancen. Jetzt aber Nürnberg nochmal mit der Flanke rein. Und dann ist aber der Torwart der Osnabrücker, Lennart Grill, noch mit den Fingerspitzen dazwischen. Gibt nochmal eine Ecke für den Club von der linken Seite. Jetzt die offizielle Spielzeit rum und jetzt gibt es 4 Minuten Nachspielzeit, auch deswegen, weil wir hier eine Trinkpause hatten. 26, 27 Grad in Osnabrück. Da gab es mal einen Schluck aus der Pulle nach 25 Minuten und dann haben wir eben dieses Tor gehabt und so kriegen wir jetzt eben diese 4 Minuten obendrauf. Jetzt die Ecke von der linken Seite beim Club. Vorne an den 5-Meter-Raum gezogen, Kopfballabwehr. Also diese Ecken haben bisher nicht ganz viel eingebracht, auch wenn das einzige Tor ja nach einer Ecke gefallen ist. Da gab es aber so ein bisschen Kuddelmuddel. Jetzt die Klubberer nochmal über die rechte Seite. Da ist es Hayashi am Strafraum-Eck dort im 1-1. Setzt sich dann noch gegen den zweiten Osnabrücker durch. Hayashi immer noch am Ball. Jetzt aber die Nürnberger dann doch der Sieger in diesem Zweikampf und dann mal nach vorne gespielt. Jetzt könnte es schnell gehen. Niemand dort gegen Luhn. Und Luhn, der setzt sich da richtig stark durch, setzt seinen Körper da gut ein, schirmt den Ball ab und gibt den Ball links raus zu Brown. Flanke in die Mitte. Da ist es Dumann, der nochmal mit dem Kopf zurücklegt. Dann kommt aber kein Mitspieler ran. Osnabrück mit dem Ballgewinn und jetzt vielleicht nochmal mit einer Offensivaktion. Das ist Makridis. 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Jetzt 20 Meter vor dem Tor. Halblinke Position im 1-1 gegen Jamra. Setzt sich da durch. Setzt sich gegen 2 durch. Dann aber Dumann dort der Zweikampfgewinner. Also dort wieder gelöscht. Diese Aktion vom Club. Und der erste FC Nürnberg hat jetzt nicht mehr allzu viel Eile in dieser ersten Hälfte, will sicherlich mit der Führung in die Pause gehen. Geht erstmal nochmal weiter. Die Nachspielzeit läuft im Kieler Holstein-Stadion. Noch eine Minute etwa wird das hier gehen, bis Nicolas Winter, der Schiedsrichter, zur Pause pfeift in einer intensiven ersten Hälfte. Ich habe es mehrfach angesprochen, die immer noch die Gäste mit 2-1 vorne sieht, den ersten FC Magdeburg. Kiel tut aber alles, um vor der Pause hier noch einen Treffer zu setzen. Verliert aber jetzt den Ball auf Höhe der Mittellinie und die Magdeburger schwärmen noch einmal nach vorne, aber natürlich nicht ohne die Restverteidigung im Blick zu behalten. Noch einmal ein Foul eines Kielers, der Captain Philipp Sander auf Höhe der Mittellinie und noch einmal der Freistoß für den ersten FC Magdeburg. Diagonal getreten, sollte der kommen auf die Linksaußenposition. Jetzt aber ist Halbzeit. Schiedsrichter Nicolas Winter pfeift. Magdeburg führt in Kiel mit 2:1. Und das Ergebnis ist nicht unverdient, aber ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gegangen. Spannendes Spiel in Kiel.
Spiel läuft weiterhin noch in Osnabrück. 1,5 Minuten in der Nachspielzeit haben wir hier noch auf der Uhr. Steht weiter 1:0 für den Club. Und die Nürnberger sind auch in Ballbesitz in der eigenen Hälfte, 5 Meter vor der Mittellinie. Horn, der eingewechselte Mann, geht jetzt mal in die gegnerische Hälfte, links rausgelegt auf Brown. Da versuchen sie das schöne Zusammenspiel, hat auch geklappt, damit Okunuki einmal in die Mitte gegeben, Hayashi, und der kommt dann auch an den Ball. Und ein Osnabrücker war sogar noch dazwischen, deswegen gibt es jetzt nochmal eine Ecke. Also 1 Minute haben wir in dieser Nachspielzeit hier noch auf der Uhr. Und die Nürnberger lassen sich da jetzt viel Zeit in Person von Brown, der diese Ecke ausführen wird. Und nach eben so einer Ecke von der linken Seite ist ja das 1:0 gefallen. Nicht im direkten Anschluss, aber da gab es dann ja so ein bisschen Kuddelmuddel und dann fiel das Tor. Jetzt die Ecke von der linken Seite vom Tor weggezogen auf den Elfmeterpunkt, rausgeköpft von Osnabrück. Können sich die Lila-Weißen erstmal befreien, aber dann der Ball wieder beim Club, bei Jamra, der da aufgepasst hat. Jetzt die Nürnberger schon wieder, ja, 2 Meter vor der Torauslinie. Das Spielgerät immer noch nicht im Aus. Doch jetzt war es eine Abseitsposition dort. Deswegen gibt es den Freistoß für Osnabrück. Jetzt müsste dann eigentlich auch gleich Schluss sein hier an der Bremer Brücke. Aber Schiedsrichter Stegemann lässt immer noch ein bisschen nachspielen. 4 Minuten sind wir jetzt schon drüber. Wie gesagt, aufgrund dieser Trinkpause gab es hier ein bisschen mehr drauf. Dann eben dieses eine Tor. Jetzt der lange Schlag raus. Und jetzt ist Schluss in Osnabrück. Erste Halbzeit rum. Und es steht 1:0 für den ersten FC Nürnberg durch das Tor in der 35. Minute durch Can Uzun. Wir sind gespannt, was in der zweiten Hälfte passiert. 1:0 Führung weiter für den BTSV, das hier ganz gemütlich zu Ende spielt, die 6 Minuten Nachspielzeit, clever unterwegs ist, auch eben jetzt hier viel gelernt hat aus diesem ersten Duell vor einer Woche gegen den FC Schalke 04. Da gab es eine Pokalpleite mit 1:3. Heute liegen sie mit 1:0 vorne durch eine Traumkombi von Uca und Kaufmann. Hätte durchaus auch höher stehen können. Nicht nur wegen der vielen Braunschweiger Chancen, sondern tatsächlich auch, weil der FC Schalke hier vieles schuldig bleibt. Ein Wert 2,5 Kilometer weniger in den Beinen in dieser ersten Hälfte als Braunschweig. Und da ist die nächste Chance am 16er. Domkor quergelegt. Oh, den muss er doch noch mal auf die Außenbahn schieben. Rüber, das gibt's auch nicht. Da ist der Kaufmann einschussbereit. Und Donkor will's für die Galerie machen. Haut den mit dem Außenriss richtig drauf und jagt ihn am langen Pfosten vorbei. Puh, also, da wirst du als Trainer irre. Da musst du doch sagen, Mann, Junge, spiel das Ding quer. Diesmal war kein Schalker da hinten. Dann steht's 2:0. So, und so steht's 1:0. Die letzte Chance, der Braunschweiger versandet. Dankert bittet zum Pausentee in die Kabine. Und wir geben ab zum Pausentee ins Studio zu Julia Kleine. Sportschau live. Das war die erste Halbzeit. Und damit herzlich willkommen zurück. Die kleine Halbzeitshow jetzt für euch und den Zwischenergebnissen. Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg. Da steht's 2:1 aus der Sicht für Magdeburg. Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04. Da steht's 1:0 für Braunschweig. Und VfL Osnabrück gegen den 1. FC Nürnberg. Da steht's 1:0 für Nürnberg. Darüber wollen wir reden mit unseren Reportern vor Ort. Und wir fangen an in Kiel bei Patrick Seibel. Patrick, Kiel liegt zurück gegen Magdeburg mit 1:2. Die Tore in der 2. Minute durch Luca Schuler und in der 22. Minute durch Jean Hugonet für Magdeburg und dann Steven Skripski in der 32. Minute für Kiel. Vor den Augen von Bremens Marvin Dux, der lief da gerade rum auf der Tribüne. Im Auftakt nach Maß für die Gäste, trotzdem eine offene Partie. Was erwartest du jetzt von der zweiten Halbzeit? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich kann mir viel vorstellen. Das Spiel hatte so viele verschiedene Phasen. Also wir wollen mal festhalten, die Führung für Magdeburg, die geht in Ordnung. Die Mannschaft hat dem Druck der Kieler widerstanden. Die Kieler versuchen ja total hoch zu pressen. Aber Magdeburg mit einer beeindruckenden Ballbesitzstatistik, 60%. Auch in den Zweikämpfen liegen sie vorne, haben sogar einmal mehr aufs Tor geschossen. Der Kieler, wenngleich beide Tore für Magdeburg Geschenke von Kiel waren. Zuerst ein
super Bock in der Rückwärtsbewegung. Fehlpass, den Schuler in der zweiten Minute nutzt. Und dann das Tor von Eugenet. Übrigens ein toller Name. Kommt mir vor wie in so einem Mantel- und Degen-Film. Drei Musketiere. Und den muss er natürlich halten. Der Thomas Dähne sagt sich immer so leicht von hier oben von der Pressetribüne. Stimmt aber trotzdem. Und dann heißt 0-2. Imponiert hat mir, dass Kiel sich zu keiner Zeit hat hängen lassen. Die sind sehr, sehr wütend, wenn auch nicht immer ganz präzise draufgegangen. Und der Lohn war dann der Anschlusstreffer durch Skripski, der wirklich den ansonsten sehr starken Innenverteidiger, der gestern Daniel Heber, dazu gezwungen hat, den Ball nicht richtig zu treffen durch seine Aufsässigkeit. Und dann blieb er richtig cool und macht den rein vor Reimann. Von daher ist für Kiel noch die Hoffnung da. Wenn sie jetzt mit 0-2 in die Pause gegangen wären, hätte ich gesagt, das sieht nicht gut aus. Kurzer Rückblick auf den Februar, da war auch so ein enges Spiel zwischen Kiel und Magdeburg. Da lagen die Gäste zweimal hinten, haben am Ende 3-2 geführt. So ein Ergebnis könnte ich mir heute auch vorstellen, aber für jede der beiden Mannschaften. Also bleibt offen und spannend. Du hast es gerade gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben bei dir, bei deiner Partie. Und wir gehen weiter nach Osnabrück zu Hendrik Lückhoff. Hendrik, bei dir führt der Club mit 1-0, der Führungstreffer in der 35. Minute gegen Osnabrück. Kam auch für dich so ein bisschen überraschend, oder? Definitiv, weil den besseren Beginn hatte eigentlich Osnabrück mit zwei zumindest richtig guten Gelegenheiten. Einmal über die halbrechte Seite, dann nach einer schönen Flanke von Aydini ist Mike Engelhardt, der Ex-Nürnberger, vorne im Strafraum zur Stelle. Zieht Volley ab, der Ball dann rauscht so einen Meter rechts am Tor vorbei. Dann war es nochmal Niemann, der von links an der Strafraumkante entlang in die Zentrale zieht und dann mit dem rechten Fuß flach abschließt. Der rauscht dann links unten am Tor vorbei. Also die Osnabrücker eigentlich besser im Spiel, vom Club nicht so richtig viel zu sehen bis zur 35. Minute. Und da muss man sagen, ja, wer soll's denn machen? Wer soll's machen beim Club außer Can Uzun, der 17-Jährige, mal wieder zur Stelle. So ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum nach einer Ecke, dann kommt nochmal eine Flanke rein, abgefälscht und dann steht er wieder da, der Can Uzun, und schießt einfach in die Zentrale, ins Tor rein. Und so steht es 1-0 für den Club, der danach so ein bisschen besser ins Spiel gefunden hat. Auch Osnabrück nochmal mit einer guten Chance. 1-0 zur Pause. Ich bin gespannt, wie der VfL im zweiten Durchgang hier vielleicht das Ding noch drehen will. Also mit 17 Mitarbeiter des Monats, das muss man auch erstmal schaffen. Wir sind gespannt und wir sind natürlich alle gespannt, bleiben dran und gehen weiter nach Braunschweig zu Stefan Grothoff. Stefan, bei dir führt Braunschweig mit 1-0 gegen Schalke 04. Das Tor in der 21. Minute durch Fabio Kaufmann für Braunschweig. Für dich die gerechte Führung gegen Schalke? Ja, mehr als gerecht, weil Schalke einfach hier alles vermissen lässt, was ich finde, was so eine Mannschaft, die ja aufsteigen will wieder und zurück will in die erste Fußball-Bundesliga, dann zeigen müsste. Nämlich, dass man einen insgesamt vom Kader her qualitativ unterlegenen Gegner so bespielt wie im Pokal zum Beispiel. Die lassen heute alles vermissen. Vor allen Dingen kommen sie überhaupt nicht klar mit Toni Uca, der sich immer wieder in der Mitte schön rausfallen lässt. Und dann haben sie ihn zweimal richtig alleine gelassen. Das hätte schon genug Warnung sein müssen, war es aber nicht. Und so macht der Uca irgendwann das einzig Richtige, macht eine richtig tolle Vorlage für Fabio Kaufmann. Und nochmal, also den kann er eigentlich gar nicht mehr verstolpern. Kaufmann macht trotzdem alles richtig gegen Marius Müller, 1-0. Und eigentlich müsste es schon längst 2-0, 3-0 stehen. Wirklich, ganz im Ernst, denn Braunschweig hat ja eine Vielzahl Chancen, lässt meiner Ansicht nach auch viel zu viel liegen gegen schwache Schalker. Und so steht es hier, und das ist das Gute aus Sicht von Königsblau, nur 1-0 für Braunschweig. Zur Halbzeitpause kommen irgendwie nicht richtig rein. Braunschweig insgesamt jetzt 3 Kilometer mehr in den Beinen als der FC Schalke 04. Man muss schon auch mal ein bisschen laufen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Also ich staune. Und Thomas Reis war auch ungehalten. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Als er in die Kabine gegangen ist, also wäre ich jetzt ganz gerne mal da im Augenblick in der Kabine bei Schalke. Da wird er sicher die ein oder anderen harten Worte auch richten an seine Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, du wärst gerne da, die Mannschaft glaube ich eher nicht. Das glaube ich wirklich eher nicht, weil der war echt geladen und zwar völlig zu Recht. Ja? Gut, aber wir sind trotzdem gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ne? Wunder passieren immer wieder. Man weiß es nicht. Stefan Grothoff, vielen Dank. Bevor wir jetzt gleich auf den Platz zurückgeben, hier in der zweiten Liga, schauen wir nochmal kurz auf die Zwischenergebnisse der Partien, die gerade laufen. Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg. Da steht 2-1 aus der Sicht für Magdeburg. Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04. Da steht es 1-0 für Braunschweig. Und VfL Osnabrück gegen den 1. FC Nürnberg. Da steht es 1-0 für Nürnberg. Ja, und jetzt geht's wie weiter. Die zweite Halbzeit, die zweiten 45 Minuten. Kiel gegen Magdeburg, Braunschweig gegen Schalke und Osnabrück gegen Nürnberg. Ich bin Julia Kleine. Viel Spaß mit euren Reportern und bis gleich.
Sportschau live. Die zweite Bundesliga. Und jetzt die zweite Halbzeit. Im Holsteinstadion in Kiel stehen die Mannschaften schon wieder auf dem Platz, aber es geht noch nicht direkt weiter, weil die Störche doppelt wechseln. Es kommt Verstärkung für die Offensivabteilung. Holmbert Fried Jonsson, der isländische Riese im Sturm, er kommt für Pichler. Das war zu erwarten. Pichler heute meistens nur zweiter Sieger vorne gegen Heber. Und dann ein weiter Wechsel, auch den kann man nachvollziehen. Luis Holtby, der bringt dann bisschen oder soll ein bisschen mehr Kreativität hineinbringen. Dafür geht Ivesic, dessen Stärke doch mehr in der Zweikampfbilanz liegen, runter. Also zwei neue bei Kiel, kein neuer bei Magdeburg. Die Gäste, sie führen mit 2:1 in einem intensiven Spiel mit vielen, vielen Zweikämpfen. Macht Magdeburg eine top erste Halbzeit, spielt das hier unter starker Bedrängnis, unter hohem Pressing der Kieler. Spielerisch sehr, sehr reif nach vorne, sehr selbstbewusst, zu nur ganz, ganz wenigen Phasen mal ein bisschen wackelig. Und das haben sie immer wieder abfangen können. Aber ein Spiel, was wieder völlig offen ist. Nach dem 0-2-Rückstand kam Kiel zurück durch den Anschlusstreffer von Steven Skripski. Und jetzt stehen die Magdeburger am Anschlusskreis. Der Ball ist freiartig auf die rechte Seite raus. Da pfeifen die Zuschauer immer noch, weil sie ihm übel nehmen, dass er sich nach einem normalen Foul im ersten Durchgang aufs Knie gefallen ist. Was konnte er denn dafür? Und die dachten, das sei doch nur ein Trikotzupfer gewesen. Ich denke, da sollte man jetzt auch mal die Pfiffe dann einstellen. Ist ein Spiel voller Zweikämpfe. Das habe ich schon gesagt. Auch nicht einfach zu leiten für Schiedsrichter Nicolas Winter. Aber was Unfaires habe ich noch nicht erkennen können bis dato. Jetzt Thomas Dähne, der Kieler Keeper, mit einem riskanten Pass in die Tiefe. Und jetzt hat Holtby den ersten Ballkontakt im Mittelfeld auf die linke Seite rausgespielt. Skripski, der Mann des Anschlusstreffers, kommt einen Schritt zu spät gegen Elhankouri und der passt zurück zu Dominik Reimann. Das ist ja sowieso sowas wie der Libero der Magdeburger. Ich weiß, diese Position gibt es eigentlich nicht mehr im modernen Fußball. Jetzt aber Fehler, Kiel im Mittelfeld und Magdeburg kommt über die linke Seite mit Attik. Ist schon am 16er. Attik geht ins Dribbling. Attik passt zur Mitte. Checker, Dähne ist da. Aber der Ball ist noch heiß. Aber jetzt sind sie dazwischen. Die Kieler können zumindest mal die Kugel aus der Box rausbringen. Und dann sind sie wieder die Gäste mit Checker. Der ist super gefährlich, immer wieder von der rechten Seite mit dem linken Fuß kommt er an den Ball. Diesmal war Dähne da, hat super pariert. Der Torwart, der Kieler, gibt auf Holtby. Der steht Mitte der eigenen Hälfte, passt dann weiter auf Sander. Sander setzt sich im Mittelfeld gut durch und hat Platz, wird festgehalten, läuft trotzdem weiter. Wird immer noch gehalten, Pass auf die linke Seite, Maschino, spitzer Winkel. Kann er eigentlich nicht schießen, geht Richtung Grundlinie und jetzt die Flanke zur Mitte. Bisschen Konfusion in der Defensive der Magdeburger. Reimann kommt raus, aber dass er diesen Flankenball nur abklatschen kann, das macht dann nichts weiter, weil kein Kieler da ist, um da einzudrücken. Gefährlicher Flankenball von Maschino. Und das sah Reimann nicht top aus, aber wie gesagt, kein Kieler da. Da lief der Fridtjonsson ein bisschen falsch aus Sicht der Störche. Jetzt Einwurf von der linken Seite. Maschino etwa auf Höhe des 16ers der Magdeburger. Weiter Anlauf, der Japaner wirft die Kugel dann Richtung Elfmeterpunkt. Kopfballabwehr der Magdeburger und dann ist Schulz im Zweikampf mit Attik. Und der Magdeburger bringt erstmal die Kugel auf seinen Nebenmann, aber dann ist der Versuch verpufft, schnell rauszukommen aus der eigenen Hälfte. Die Kieler kämpfen um den Ballbesitz. Erras mit einem Spreizschritt da Mitte der Hälfte der Magdeburger und Holstein kommt. Schulz, langer Flugball in den 16er, aber der war leicht auszurechnen und dementsprechend leicht rauszuköpfen, aber Kiel bleibt jetzt dran, setzt sich ein bisschen fest mit Holtby. Holtby mit dem Rückpass auf Colin Kleine-Bekel, ein Routinier und ein Newcomer wieder zurück auf Holtby, der wieder zu Kleine-Bekel, das Ganze 30 Meter vor dem Tor der Gäste. Jetzt müsste mal was Entscheidendes passieren, in die Box rein, den Ball spielen, Kleine-Bekel zieht es vor, quer zu spielen auf Erras, der wieder auf Kleine-Bekel, der wird nicht angegriffen, passt schön auf Sander, an den 16er, Sander könnte schießen, Latte! Was für eine Fackel, aber er trifft nur die Latte, da reißt es hier die Zuschauer auf der Haupttribüne von den Sitzen, das war ein Signal und Reimann war sogar noch dran ein bisschen mit den Fingerspitzen, Ecke für die Kieler von der rechten Seite.
Spiel läuft jetzt auch hier in Osnabrück wieder. 1:0 führt ja der erste FC Nürnberg hier an der Bremer Brücke durch Can Uzun. Und das ist im Prinzip die größte Überraschung, die es jetzt hier gibt. Nämlich Can Uzun, der Torschütze, ist nicht mehr mit dabei. Ist ausgewechselt worden zur Pause. Für ihn jetzt Benjamin Goller im Spiel. Also das ist durchaus etwas überraschend. Konnte da jetzt nicht nachvollziehen, inwiefern er vielleicht irgendwie einen Schlag abbekommen hat oder sich verletzt hat dort im ersten Durchgang. Auf jeden Fall ist ja der beste Mann beim ersten FC Nürnberg in der bisherigen Saison nicht mehr mit dabei. Er ja alle drei Nürnberger Treffer in der Liga diese Saison geschossen. Drittes Saisontor jetzt heute gemacht. Jetzt muss der Club ohne ihn auskommen, aber er führt ja. Auch bei Osnabrück hat es 3 Wechsel gegeben. Niemann raus, Tesche raus, Kunze raus. Dafür Gnase, Kehl und Conte in der Partie. Also Osnabrück-Trainer Tobias Schweinsteiger will ein bisschen was ändern. Am Anfang hat sein Team gut angefangen, aber die letzte Viertelstunde war der Club dann dominant. Und jetzt kommt der VfL Osnabrück im Spiel über die rechte Seite, aber dort der Ball verloren, wo ich sage, der Ball wieder da. Und zwar mit Gnase über die rechte Seite. Bleibt beim 1:0 für Nürnberg. Riesenjubel im Holstein-Stadion. Es steht 2:2. Holstein-Kiel ist zurück. Ein ganz weiter Einwurf von Maschino von der linken Seite. Der Ball fliegt fast 20 Meter in den 16er. Dann ein Gestocherer am 5-Meter-Raum. Und dann ist es der Captain Philipp Sander, der Mann, der den schweren Fehler machte zum 0:1 in der zweiten Minute. Der haut das Ding mit so einer Vehemenz und Wucht und Wut rein ins Netz. Und es heißt 2:2. Holstein Kiel kommt einigermaßen unwiderstehlich aus der Kabine raus. Das muss man schon sagen. Magdeburg muss mehr machen. Sonst kommen sie hier in Kiel unter die Räder, würde ich mal sagen. Und es war nicht umsonst Philipp Sander. Der hatte ja vor 2 Minuten schon mal die Latte getroffen mit einer richtigen Fackel aus 16 Metern. Jetzt war die Entfernung ein bisschen kürzer. 5 Meter. Aber er ist da, er setzt sich durch. Er hat die Entschlossenheit, das Ding zu machen. Und so heißt es 2:2. Richtig begeisterndes Zweitligaspiel dieser beiden noch ungeschlagenen Mannschaften. Und Kiel in der Vorwärtsbewegung. Holpe auf die rechte Seite raus. Maschino, der könnte an den 16er gehen. Aber dann sind die Magdeburger dazwischen. Sah gefährlich aus. Aber Maschino verstolpert so ein bisschen und die Magdeburger versuchen jetzt zu kontern. Aber Erras steht da am Anstoßkreis, passt den Ball zurück zu seinem Keeper, zu Thomas Dähne. Und der sofort wieder ins Mittelfeld hinein. Offenes Spiel jetzt auch mit weit mehr raumgreifenden Bällen. Nicht mehr so klein, klein, eng, eng. Und die Kieler sind wieder da mit Maschino. Ist im 16er, spitzer Winkel. Maschino macht einen Trick und da wollen sie 11 Meter, weil er dann über den Gegenspieler fällt, über Piccini, den italienischen Innenverteidiger. Aber weiter geht das Spiel. Nicolas Winter lässt laufen. Tolle Zweitliga-Begegnung. Dramatik pur im Holstein-Stadion. So, das lässt sich doch fein an zu Beginn der zweiten Hälfte hier. Der FC Schalke also hat 3-mal gewechselt. Komplett alles auf links gezogen im Mittelfeld. Das war aber auch wirklich zu schwach. Da hat Thomas Reis meiner Ansicht nach dann die richtigen Erkenntnisse gezogen. Mit Drexler und Ue Draogo hat er 2 richtig gute gebracht. Und jetzt der nächste Schalke-Angriff über die linke Seite durch Kosuki. Hat außerdem hinten ausgewechselt in der Verteidigung. Auf der rechten Seite ist Matriciani reingekommen in die Partie. Das waren die Baustellen, die ich genannt hatte in der ersten Hälfte. Das waren die, die ich auch gestopft hätte. Also ist ja immer schön, wenn man dann mit dem Trainer offenbar eine gleiche Erkenntnis hat nach dieser ersten Hälfte, nach diesem ersten Durchgang. Und die haben sich gleich bezahlt gemacht. Drexler sorgt für Ordnung im Mittelfeld. Ue Draogo gibt ordentlich Impulse und gerade eben schon die erste richtig gute Chance für Schalke. Jetzt die nächste Möglichkeit, Eckball. Der ist ein bisschen zu schwach geschlagen. Das wird eine unangenehmere zweite Hälfte für den BTSV, für die Braunschweiger Löwen. Denn Schalke deutlich jetzt hier rund erneuert und verbessert. Das ist schon in den ersten 3 Minuten dieser zweiten Halbzeit zu erkennen. Jetzt also von hinten heraus nochmal die Möglichkeit von Müller neu aufzubauen über die rechte Seite. Matriciani, der weit über die Mittellinie marschiert, sich das jetzt auch leisten kann, weil Baumgartel, Kaminski und Ojan hinten immer wieder mit dem frischen Mann natürlich erstmal Ausflüge gestatten wollen. Das machen sie dann. Nächstes Foulspiel, diesmal Drexler. Dank hat pfeift. Und das ist ein bisschen Atempause
für die Braunschweiger, die aufpassen müssen, gleich in dieser Startphase der zweiten Hälfte nicht in Anführungsstrichen den Ausgleich zu kassieren. Ich will noch nicht sagen, unter die Räder zu kommen, das wäre ein bisschen viel, aber da hat Schalke jetzt deutlich mehr Qualität und offensive Wucht nachgelegt und auf den Platz gebracht. Matriciani jetzt mal hingefordert, Braunschweig setzt nach, gut gemacht, auf der linken Seite durch Donkor, Donkor mit der Flanke, Müller geht vorbei, Tor ist leer, schafft sie es, ui, drüber gesäbelt von Marx, eieiei. Da muss er aber auch ein bisschen genauer mal schieben. Marx lässt nochmal rüberlaufen. Donkor versucht, eine Flanke zu schlagen. Oh, da gibt es Eckball für Eintracht Braunschweig. Den ersten Eckball für die Blau-Gelben in diesem zweiten Durchgang. Das ist dringend nötig, dass sie jetzt auch ein kleines Erfolgserlebnis brauchen. Dass sie sich zurückmelden in dieser Partie. Haben Schalke da vom Fleck weg eigentlich die Pace überlassen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Jens Hertel entsprechend angespannt an der Seitenlinie gerade gewesen. Jetzt gibt es erstmal den Eckball für den BTSV. Von der rechten Seite die große Frage, wo wird da den hinknallen, der Marx? In die Mitte, weit weg vom Kasten. Ja, lass mal mit dem Ball zunächst mal, mit dem Ballgewinn auch abgewehrt. Und dann ist Braunschweig nicht in der Lage, da aus der zweiten Ballgewinnsituation Kapital zu schlagen. Abseitsstellung jetzt gepfiffen, natürlich für die Braunschweiger Fans, aber das steht auch in Ordnung. Wenn man schon aus der Distanz einen Schuss draufhaut auf den Kasten von Schalke-Keeper Marius Müller, dann muss der aber wenigstens mal in Richtung Tor gehen. Sonst kann ich es auch lassen. Dann kann ich versuchen, erstmal den Ball zur Seite rauszulegen und wieder neu zu sortieren und zu schieben. So, Bastian Dankert sagt, ich hätte gerne mal das Spielgerät. Dankeschön an dieser Stelle, denn es wird einen Freistoß geben vorm 16er, da wo er das Ding gesehen. 1-0 Braunschweig. Weiter 1-0 für den ersten FC Nürnberg hier in Osnabrück. Nachdem das Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte so ein bisschen noch Fahrt aufnehmen musste, ist hier ein bisschen mehr Drive drin. Jetzt eben Osnabrück mit einer richtig guten Gelegenheit nach einem schönen Angriff über die rechte Seite. Da ist es Conte, der gerade neu eingewechselte Mann, der über die rechte Seite kommt, schön nach innen zieht und dann am 16er einmal quer legt auf Makridis. Und der ist 14, 15 Meter vorm Tor, halblinke Position, zieht ab mit links und der Ball rauscht wieder am Tor vorbei. Und quasi im Gegenzug eben der Club mit einer guten Gelegenheit da einmal nach vorne mit Schleimer, der dann abzieht aus zentraler Position. Aber dann ist Lennart Grill der Schlussmann der Osnabrücker auf dem Posten und wehrt dieses Ding ab. Jetzt haben wir gerade eine kurze Verletzungsunterbrechung gehabt, aber nichts Schlimmes, kann weitergehen. Spiel läuft wieder und der Club ist im Vorwärtsgang über Brown auf der linken Seite, über Okunuki, den Japaner. Und jetzt schöne Seitenverlagerung auf die rechte Seite, beim Club schon im Strafraum drin. Erstmal einen Haken geschlagen, jetzt vielleicht die Schussgelegenheit, aber hängen geblieben. Dann nochmal rausgegeben von Osnabrück, aber der Club bleibt im Ballbesitz mit Jolane. Über die rechte Seite, 20 Meter vor dem Tor, erstmal wieder zurück auf Loon. Seitenverlagerung auf links, aber zu ungenau das Ding. Deswegen landet der Ball bei Osnabrück. Die befreien sich mit einem Schlag raus in Richtung Mittellinie. Aber auch da die Kugel wieder zu schnell weg. Also das muss man sagen, die Bälle bei Osnabrück sind häufig zu schnell wieder weg. Eben, wie gesagt, einmal dieser schöne Angriff über die rechte Seite. Aber sie müssen so ein bisschen daran arbeiten, dass sie die Bälle mehr an den gegnerischen bzw. an den eigenen Mann natürlich bringen. Sie bringen ihn zu oft an den gegnerischen Mann. Der Club mit langem Schlag hinten raus in Person von Christian Matenia findet dort auch einen Mitspieler. In dem Fall ist es Schleimer, der mit langen Schritten jetzt schon am 16er geht in den Strafraum rein. Gefährlich da. Da kam nämlich ein Osnabrücker Thalhammer in dem Fall ran. Und da hätte es, wenn der Schleimer das angenommen hätte, vielleicht sogar einen Elfmeter geben können. Ist aber ein fairer Spieler. Und geht dort einfach weiter, verliert dann aber die Kugel und so zunächst der Ballgewinn für Osnabrück. Aber auch da ist die Kugel schon wieder schnell weg und deswegen der nächste Aufbau bei den Franken. Über die rechte Seite, schöner Pass vorne rein in den Strafraum, rechte Seite und dann ist es Hayashi, der abzieht von halb rechts. Aber da war er in Bedrängnis von Wiemann, der Innenverteidiger. Der Lila Weißen, der hat hinten aufgepasst und deswegen musste Hayashi da gleich abziehen aus Spitzenwinkel
und der Ball geht dann doch einiges rechts am Tor vorbei. Also, ja, es ist ein bisschen munterer, muss ich sagen, jetzt im zweiten Durchgang in diesen ersten 10 Minuten hier. In der ersten Hälfte hatten wir ja doch auch durchaus mal einiges an Leerlauf drin hier in der Partie. Aber jetzt im zweiten Durchgang, auch weil Osnabrück vielleicht ein bisschen mehr machen muss, wird es ein bisschen spektakulärer. Jetzt aber der Ballverlust bleibt beim 1-0 für Nürnberg. Bange Minuten, bange Sekunden hier im Stadion an der Hamburger Straße zu Braunschweig. Zumindest für die Fans der Blau-Gelben zählt dieser Schalker Treffer. Es war ein tolles Tor von Simon Terodde. Toll in Szene gesetzt vom eingewechselten Verteidiger von Matriciani, der bis an den 16er marschierte. Dann einen schönen Heber auf den Stürmer machte. Videobeweis. Und das Tor zählt nicht. Es war abseits. Es wird kassiert. Und wir haben einen Kontrollmonitor und ich muss ehrlicherweise sagen, das geht in Ordnung. Diesmal hat der Kölner Keller, wie es so schön heißt immer, der eigentlich in der ersten Etage sitzt, wenn ich richtig informiert bin, ganze Arbeit geleistet. Das war eine Abseitsstellung von Simon Terodde. So habe ich es auf dem Kontrollmonitor vorhin schon erkennen können. Und insofern teile ich die Einschätzung hier der Videoschiedsrichter. Und an der Stelle kann man natürlich aus Sicht der Braunschweiger sagen, gut, dass es diesen Videoschiri gibt. So ist das nun mal in diesen Zeiten. Also, der Schalker Treffer, so schön er herausgeschielt war, Spiel zählt nicht. Aber das gibt natürlich Selbstvertrauen. Und da ist er schon wieder Uwe Draogo. Spielen raus auf die linke Seite. Die Braunschweiger sind da blank. Jetzt müssen sie aufpassen. Kosuki mit der Flanke abgewehrt. Zunächst mal auf Kosten eines Eckballs. Boah, Schalke eine völlig andere Mannschaft jetzt. Vollkommen rund erneuert und verändert. Drexler, Uwe Draogo und natürlich Matriciani von hinten heraus. Was ist da plötzlich Qualität auf dem Platz bei Königsblau? Völlig anderes Team plötzlich, völlig andere Körpersprache, ganz andere Laufwege. Junge, Junge, was drei so Wechsel zur rechten Zeit ausmachen können. Und ich bin mal tatsächlich in der Lage, für Thomas Reis eine Lanze zu brechen. Dass ein Trainer mummert, da schon mal zu wechseln an dieser Stelle nach nur 45 Minuten statt den üblichen 60. Das ist doch was wert. Also Reis hat da auch überhaupt keinen Bock mehr auf dieses seelenlose Gekicke vom FC Schalke. Und jetzt plötzlich, guck da, da ist er doch wieder, der FC Schalke 04. Die Mannschaft, die abgestiegen ist aus der ersten Liga und schnell wieder zurück will. Drexler über die linke Seite, gut in Szene gesetzt von Kosuki, der sich zurückfallen lässt. Jetzt müssen die Braunschweiger zupacken, packen nicht zu. Drexler mit der Flanke in die Mitte, abgewehrt am kurzen Pfosten. Terodde am 16er, dreht sich um die eigene Achse. Kosuki, jagt das Ding oben übers Quergebild. So, vierte dicke Chance für den FC Schalke in nur 3,5 bis 4 Minuten. Donnerschlag, ein völlig anderes Fußballspiel, aber weiter 1-0 Braunschweig. Weiter steht 1-0 für den ersten FC Nürnberg hier in Osnabrück. Beide Teams hatten schon ganz gute Möglichkeiten im zweiten Durchgang, der jetzt 13 Minuten alt ist. Jetzt der Angriffsversuch der Nürnberger über die linke Seite. Dann gibt es einen Foul dort. Jumpy hat sich dort ein bisschen zu robust eingesetzt nach dem Geschmack von Schiedsrichter Stegemann. Deswegen gibt es jetzt dort einen Freistoß für die Nürnberger in der gegnerischen Hälfte. So 25, 30 Meter vor dem Tor. Linke Seite. Brown legt sich dort den Ball zurecht und kann dort sehen, wie die Clubfans, die 1500, die den weiten Weg mitgegangen sind, dort in ihrem Auswärtsblock feiern. Die Fahnen wehen dort rot und schwarz und ihr Club ist im Ballbesitz. Über die linke Seite Brown im Ballbesitz mit Okunuki über die linke Seite. Da ist es Schleimer, der jetzt sehr aktiv ist im zweiten Durchgang. Immer noch am Ball an der linken Außenkante des 16ers. Gibt es mal zurück. Brown mit dem Flankenversuch. Aber das ist keine Gefahr. Diese Flanke kann Lennart Drill im Kasten des VfL Osnabrück ganz einfach runterfangen. Da hatte er keine Probleme. Ja, und die Osnabrücker, sie müssen vielleicht ein bisschen mehr tun, ein bisschen aktiver werden. Tobias Schweinsteiger, ihr Trainer, der hat sie da eben an der Seitenlinie auch so ein bisschen angetrieben, hat gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen was machen. Das sah am Anfang dieser zweiten Hälfte auch ganz gut aus. Da sind sie auch einmal richtig gefährlich vors Tor gekommen mit dieser Chance von Makridis, nachdem es da ein schöner Angriff erst über die rechte Seite war und der eingewechselte Conte da einmal
flach in die Mitte reingelegt hat und dann Makridis mit dem Schuss, der dann vorbeigegangen ist. Aber bis auf diese eine Gelegenheit war bisher nicht ganz viel von Osnabrück. Auch Nürnberg hatte in Form von Schleimer eine gute Aktion. Und jetzt der Club mit dem nächsten Angriff durch die Zentrale. Da ist es Hayashi, der gibt nochmal raus im Strafraum. Flanke kommt rein, Flanke abgewehrt und dann ist er drin! Und was für ein Fehler von Lennart Grill im Tor des VfL Osnabrück. Was war das denn? Da kommt der Ball rein. Ja, so halb Flanke, halb Schuss. Und dann klatscht er den Ball nach vorne, nach oben. Ja, kriegt ihn nicht so richtig zu greifen. Und dann müssen die Nürnberger einfach nur noch einköpfen. Meine Güte, was für ein Fehler da vom Osnabrücker Schlussmann. Wird vielleicht nochmal geprüft, das Ganze auf Abseits. Aber es war ein schöner Angriff dort von der rechten Seite. Diese Flanke kam dann rein und dann ist Okunuki da nach diesem Patzer von Lennart Grill, der diese Flanke nur nach oben und ein bisschen nach vorne so abklatschen lässt. Und dann muss Okunuki nur noch einköpfen. Also da sind die Nürnberger jetzt aber wirklich eingeladen worden und führen jetzt mit 2:0 gegen oder beim VfL Osnabrück. Immer noch 2:2 im Holsteinstadion und Kiel mit dem nächsten Lattenschuss von Luis Holtby auf der rechten Seite und die Störche, sie kommen schon wieder mit Sander, 20 Meter vor dem Tor, gibt auf die linke Seite raus zu Rothe, aber der mit einem schlechten Ball nach vorne, Magdeburg ist dazwischen und zieht dann das Foul in der Vorwärtsbewegung, sodass es den Freistoß gibt für die Gäste. Trainer Christian Tietz hat eben vierfach gewechselt. War gar nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten. Djokovic ist reingekommen. Lawrence, zwei Jungs für die Abwehr. Castaños und Knacker im Mittelfeld. Wer noch nicht dabei ist, ist Aslan. Das ist einer, der sicherlich auf seinen Einsatz brennt. Ex-Kieler. Und den lässt er aber erst nochmal noch auf der Bank, der Christian Tietz. Also erst einmal die Defensive verstärkt, rund erneuert. Und jetzt gibt's den nächsten Einwurf. Erst einmal für Magdeburg ein bisschen Verschnaufpause. Der Druck der Kieler, der ist schon sehr, sehr immens geworden. Hier im zweiten Abschnitt Magdeburg eigentlich kaum wieder zu erkennen im Vergleich zur ersten Halbzeit. Die Kieler wieder in der Vorwärtsbewegung mit Maschino. Zentrale Position, versucht per Kopf Riete und sonst zu bedienen am 16er. Aber dazwischen sind die Magdeburger und dann ein Foulspiel von Ujone an Holtby. Holtby ist so eine der Figuren, an der man diesen Veränderung in der Spielarchitektur ganz klar festmachen kann. Seit er drin ist, haben die Angriffe der Störche eine ganz andere Struktur. Er gibt hier das Tempo und den Takt. Ganz wichtig, dieser Wechsel auf Seiten der Kieler. Alles wieder zurück. Kein Tor für den ersten FC Nürnberg. Das 2:0, es wurde zurückgenommen, denn im Vorfeld soll eine Abseitsposition vorgelegen haben. Das Ganze hat tatsächlich ziemlich lange gedauert. Mehrere Minuten, ich würde sagen, 3 Minuten hat das bestimmt gedauert, bis wir hier die Entscheidung hatten. Aber dann die Entscheidung abseits im Vorfeld des Spiels, im Vorfeld des Tores. Also zählt nicht der Treffer für den ersten FC Nürnberg, bleibt weiter beim 1:0 in der 64. Minute. Das war eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Also so wie ich es gesehen habe, eher gleiche Höhe. Aber im Kölner Keller, da haben sie natürlich die kalibrierten Linien. Und da werden sie wahrscheinlich mit dem Millimetermaß einmal angelegt haben und dann entschieden haben, dass es abseits war im Vorfeld dieses Tores. Und so wird natürlich vor allem Lennart Grill, der Schlussmann der Osnabrücker, glücklich sein, dass sein fataler Patzer dort eben nicht zum zweiten Gegentor geführt hat. Aber jetzt müssen die Osnabrücker aufpassen, denn es gibt einen gefährlichen Freistoß für Nürnberg. Und zwar 20 Meter vor dem Tor, linke Seite. Brown wird den reinbringen, kommt rein, Kopfball abgewehrt. Jubel der 1200 Magdeburger Fans. Der erste FCM geht wieder in Führung. Quasi aus dem Nichts Entlastungsangriff über die linke Seite und dann einfach mal ein ganz langes Ding auf gut Glück in die Mitte reingetreten. Erras verpasst und kleine Bekel ist nicht am Mann und dann fällt dieses Ding Luc Castaños mehr oder weniger auf den Fuß und von dort rechts unten rein. Keine Chance diesmal für Thomas Dähne. Magdeburg liegt wieder vorne. Erste gute Chance im zweiten Abschnitt für die Gäste.
3 Wechsel also bei Eintracht Braunschweig in der 63. Spielminute. Frische Kräfte, mehr als nötig. Das ist bei diesen Temperaturen und bei diesem sehr, sehr physischen Duell gegen den FC Schalke 04 auch deswegen wichtig, weil Schalke erheblich zugelegt hat, erheblich besser geworden ist. Und so bringt jetzt der Trainer, bringt Jens Hertel gleich 3 frische Kräfte mit Rittmüller auf der rechten Außenbahn, natürlich mit Philipp vorne im Sturm und mit Wiebe in der Mitte, um den Laden zusammenzuhalten für Kapitän Nicolao. Frische Kräfte genau an den richtigen Baustellen. So, aber der FC Schalke ist trotzdem gut und versucht erneut mit einem schnellen Tempo Gegenstoß über die linke Seite. Immer wieder suchen sie Terodde in der Mitte, finden ihn aber nicht. Das war jetzt Kabadayi, der auch eingewechselt worden ist. Also, es geht hier jetzt sozusagen schon in Anführungsstrichen auf die entscheidenden Meter in dieser Partie, in diesem Duell. Weiter die Braunschweiger mit 1-0 vorne durch das Tor des ausgewechselten Fabio Kaufmann. Aue ja mit der nächsten Ecke für Schalke 04. Von hinten heraus, weggeköpft von den Braunschweiger. Zunächst mal aus der Gefahrenzone. Uedraogo aber fischt die Kugel direkt am 16er wieder. Aue ja mit der nächsten Flanke. Die Braunschweiger müssen mal in die Ballkontrolle kommen. Nein, viel zu leicht nach vorne gespielt. Drexler fischt sich die Kugel und das ist dann eben zu schnell weggegeben. Das ist das, was ich immer wieder sage. Da muss Braunschweig cleverer spielen, müssen mal den Ball halten in den eigenen Reihen. So ist es richtig. Das war gut gemacht von Gomez. Sehr überlegt und sehr clever gemacht. So, die Kapitänsbinde hat übrigens jetzt Krause. Und da ist Gomez, der Platz auf der rechten Seite. Gomez mit der verunglückten Flanke. Ah, abgefälscht. Die landet dann in den Händen von Keeper Marius Müller. Der Schalker ist da auf dem Posten. Aber das ist wichtig, diese Entlastungsangriffe brauchen die Braunschweiger jetzt auch mal. Können nicht nur hinten drin stehen und einen Angriff nach dem anderen der Schalke abwettern. So geht es auf gar keinen Fall gut. Und du willst doch hier unbedingt diese 3 Punkte haben aus Sicht der Blau-Gelben. Du willst raus aus dem Tabellenkeller. Na klar, logisch. Und sie haben die Schalker so gut ausgeguckt in Hälfte 1. Jetzt aber eine ganz andere Mannschaft da. Königsblau in Tiefschwarz und trotzdem heute wirklich inzwischen gut unterwegs im zweiten Durchgang. Immer wieder auch Uedraogo, der ist nicht zu halten. Uedraogo immer noch am Ball und dann wird er gelegt und dann gibt's das Foul und dann gibt's die gelbe Karte gegen die Braunschweiger. Völlig klar und das zu Recht gegen Behrendt. Das war schon die ganze Zeit mit Ansage, dass der irgendwann mal dieses taktische Foul ziehen muss gegen diesen fieselflinken, wahnsinnig schnellen und technisch so sicheren Uedraogo. Warum hat Reis nicht mit ihm angefangen? Er wird sich seinen Teil gedacht haben. Möglicherweise auch eben, um nachzuladen im zweiten Durchgang. Ist ja auch egal. Er liegt 0-1 hinten und noch ist nichts verloren aus Sicht des FC Schalke 04. Also von Braunschweig nach vorne nichts mehr zu sehen jetzt. Die Schalker sind hier klar am Drücker und haben jetzt die nächste Möglichkeit. Torentfernung zentral, ein bisschen links davon. Nicht mal 18, 19 Meter sind das. Da liegt die Kirsche jetzt. Und jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Kaminski steht da, wäre eine Option. Ojan auch immer eine Option. Vielleicht aber auch noch ganz was anderes. Der Kabadayi hat sich auch angeboten gerade eben. Diesen Freistoß, das wird vielleicht eine ganz entscheidende Nummer jetzt eben. Die Schalker machen eine Zweiermauer da in der Mitte. Oh Mann, ob das gut geht aus Sicht von Hoffmann, des Keepers. Und jetzt, wer macht es? Latte, du liebes Bisschen. Sagenhafter Freistoß. Richtig gut ausgelöst das Ganze. Und die Schalker ziehen ihre Zweimannmauer rechtzeitig auseinander. Und dann knallt das Ding oben als Gemälde von Kabadayi. Das war ein richtig guter Freistoß. Der geht genau oben an die Latte. Das wäre eigentlich das 1:1 gewesen. Das hätte der Ausgleich sein können für den FC Schalke 04. Jetzt holen die Braunschweiger hier, egal ob auf den Tribünen oder unten am Spielfeldrand, mal ganz tief Luft. Puh, und atmen durch. Wahnsinn. Trinkpause im Stadion an der Hamburger Straße. Schalke beherrscht das Geschehen. Braunschweig führt mit 1-0. Und jetzt steht es dann doch 2-0 für den ersten FC Nürnberg nach einem Konter
der Klubberer über die rechte Seite. Und dann ist es am Ende Schleimer, der dort das Ding im Tor unterbringt. Nach einem schlimmen Fehlpass der Osnabrücker in der gegnerischen Hälfte von Thalhammer blind in die Beine des Gegners gespielt. Und dann die Kontergelegenheit. Schleusner läuft durchs Mittelfeld, zieht einmal auf von der 16er Kante, rechte Seite, und dann nagelt er das Ding oben unter die Latte. Lennart Grill im Tor des VfL Osnabrück ist noch dran, aber das Ding hatte so eine Wucht, dass er die Kugel nur noch unter die Latte lenken kann. Also 2:0 jetzt doch für den ersten FC Nürnberg, nachdem ja eben schon das vermeintliche 2:0 zurückgenommen wurde. Da stand Okunuki, der Torschütze, stand da im Abseits bei der Flanke. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann entschieden hatten, dass es eben Abseits war. Und aber jetzt dann doch eben die 2:0-Führung durch Lukas Schleimer, der hier eben jetzt doch auf 2:0 stellt. 70 Minuten, 71 jetzt genau, haben wir rum. Und jetzt gibt es erstmal dann nochmal eine Trinkpause für beide Mannschaften, und ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen bei Osnabrück dort jetzt nochmal fein justiert werden muss. Tobias Schweinsteiger redet da nochmal auf seine Mannen ein. Holstein Kiel im Vorwärtsgang über die rechte Seite, Flankenball in den 16er rein, aber Reimann stellt das vor keine größeren Probleme, pflückt den Ball runter, während ein anderer Kieler Angreifer hier etwa 18 Meter vor dem Tor der Gäste immer noch auf dem Boden liegt. Und jetzt bringt Magdeburg den Ball raus, um eine Behandlungspause zu ermöglichen für Holmbert Fridtjonsson, dem da der neue Innenverteidiger der Gäste Lawrence ein bisschen ins Kreuz gesprungen ist beim Kopfballabwehrversuch. Und wir sehen hier auch auf Kieler Seite wird es wieder Wechsel geben. Simkala, mit dem konnte man natürlich rechnen, und auch Remberg, junger Mann, macht sich hier bereit, um gleich reinzukommen. Spiel ist gerade aktuell unterbrochen. Jetzt kommt also Simkala für Erras, und das ist ganz klar Offensivkraft für einen Defensiven, und Philipp Sander geht raus, und für ihn kommt Remberg rein. Das Ganze für die letzten 15 Minuten hier im Holsteinstadion in Kiel beim Stand von 3:2 für den ersten FC Magdeburg. Ich bin echt mal gespannt, ob Kiel jetzt mal in den letzten 15 Minuten noch einmal diesen Druck entfachen kann oder ob die Kraft erlahmt ist. Wieder die Braunschweiger mit der Kopfballabwehr. Ein Eckball nach dem anderen segelt rein in den 16er. Wieder eine Flanke. Schalke bleibt am Drücker. Gewinnt die zweiten und die dritten Bälle mit Matriciani und Uwe Draogo. Und dann erst mit dem Braunschweiger Pressing von Ucha gegen Uwe Draogo ist die Gefahr aus Sicht der Braunschweiger erstmal gebannt. Also inzwischen auch die Statistik, die Live-Daten ganz klar in Richtung FC Schalke 04. Gibt es überhaupt nichts mehr zu deuteln. Und inzwischen ist es fast schon ein bisschen Pech für Schalke nach dem Lattentreffer gerade eben, dass es nur 1-0 steht oder noch nicht 1-1 aus Sicht der Braunschweiger. So, Frage jetzt, Eckball oder nicht? Ich glaube, da waren die Braunschweiger zuletzt am Ball, und deswegen darf Marius Müller, der Schalker Keeper, der völlig beschäftigungslos ist im Augenblick noch, sich zunächst mal den Ball wieder zurechtlegen. Es gibt den nächsten Wechsel bei Eintracht Braunschweig. Gomez wird rausgehen aus der Partie. Joan Gomez, von Krämpfen geplagt, weil er unglaublich intensiv unterwegs war. Also die Laufleistung der Braunschweiger um ein erhebliches höher in dieser ersten Hälfte gewesen als die der Schalker. Und jetzt zahlen sie den Preis dafür. 72. Spielminute. Gomez muss runter. Auch bei ihm geht es nicht mehr weiter. Ein frischer Mann kommt rein in die Partie. Liefern wir gleich nach. Weiter 1-0 Braunschweig. Ja, den Osnabrückern fällt im Moment nicht ganz viel ein. Liegen ja weiter mit 0:2 zurück gegen den ersten FC Nürnberg. Jetzt gab es eben ein ziemlich unsittliches Foul von Kwasi Wried, dem Osnabrücker Stürmer, eingewechselt. Nichts allzu Böses, gab eine gelbe Karte dafür. Jannes Horn, der Gefaulte. Jetzt gibt es da an der Seitenlinie noch ein paar Diskussionen. Da ist der vierte Offizielle jetzt im Gespräch mit dem Schiedsrichter Sascha Stegemann, der jetzt dort nochmal mit Brown, dem Linksverteidiger der Nürnberger, ein ernstes Wörtchen spricht und ihm sagt, Junge, lass es ein bisschen ruhiger angehen. Hatte sich da eben ein bisschen beschwert, ob des harten Einsteigens von Kwasi Wried.
aber kann dann jetzt auch gleich wieder weitergehen. Also, ja, Osnabrück kommt insgesamt nicht ganz viel. Sie hatten eine, zwei Gelegenheiten in der zweiten Hälfte. Eine durch Makridis mit einem schönen Schuss von der halblinken Position. Das war kurz nach dem Wechsel. Und dann eben Kopfball von Aydini, 5 Meter vor dem Tor, wo ich erst noch dachte, den hätte Martin ja gut gehalten, weil der so weit übers Tor ging. Aber dann musste ich auf dem Monitor hier doch sehen, da war Martin ja gar nicht mehr dran. Der ging einfach so weit übers Tor, den hat Aydini einfach überhaupt nicht aufs Tor gedrückt bekommen. Und ja, so steht es eben weiter. 2:0 für Nürnberg. Der Club auch nicht mit dem ganz großen Chancenplus. Sie haben mehr Gelegenheiten, aber sie haben dann eben ihre Chance eben wieder eiskalt genutzt. Eben diesen Konter über die rechte Seite, den dann Lukas Schleimer souverän abgeschlossen hat, den Ball unter die Latte genagelt hat. Keine Chance da für Lennart Grill, das Ding noch zu halten. War noch dran, aber mit so einer Wucht geschossen, dass das Ding unter der Latte eingeschlagen ist. Kann ich alles schildern, weil nicht ganz viel passiert hier. Gerade so ein bisschen die Luft raus im Spiel. 76 Minuten rum, bleibt beim 2:0 für den ersten FC Nürnberg. Möglichkeit für Holstein Kiel hier, den Ausgleich zu machen, Fragezeichen. Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Störche. Der Ball liegt etwa 2 Meter von der rechten 16er Ecke nach innen gerückt, also zur Spielfeldmitte und etwa 50 Zentimeter, würde ich sagen, von der 16 Meter Querlinie entfernt nach einem Foul an Kiels Skripski. Und da lassen sie sich natürlich Zeit für diese Situation, was daraus zu machen. So eine Chance, die verschwendest du nicht leichtfertig. Skripski am Ball, Holtby am Ball, Schiedsrichter Nicolas Winter ist noch dabei, die Mauer hier einzujustieren, sprüht hier noch einmal mit dem weißen Schiri-Spray die Linie ab und erklärt ihnen nochmal, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Jetzt ist der Ball dann gleich mal freigegeben für diesen Freistoß. Holstein Kiel liegt 2-3 hinten gegen Magdeburg. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Heber hat gelb gesehen für dieses Foul und jetzt die Freistoßmöglichkeit für Kiel. Skripski läuft vorbei, Schuss und in die Arme von Reimann. Um die Mauer herum das Ding von Holtby, aber genau in die Arme von Reimann. Der scheint den Ball magnetisch anzuziehen in seinem grünen Trikot. Setzt noch einmal auf, aber ganz, ganz sicher packt er zu. Dominik Reimann, früher Keeper in Kiel, heute absolut fehlerfrei. Hinten drin beim 1. FC Magdeburg. Kiel gewinnt das Luftduell im Mittelfeld, aber hat dann Probleme, nach vorne zu kommen. Magdeburg, das Ganze etwa 10 Meter drin in der Hälfte der Kieler, wehrt sich, bemüht sich hier, den Ball nicht herzuschenken und sie gewinnen ihn und kommen weiter über die linke Seite mit Bell, etwa 25 Meter von der Grundlinie entfernt, aber dem schenkt auf der anderen Seite auch der Kieler Remberg, Nikolai Remberg, Neuzugang aus Münster, keinen Millimeter und so gibt es den nächsten Einwurf für die Gäste. Zurückgeworfen Richtung Mittellinie auf Bell, der zur Mitte und dann einmal quer durch die Kette auf Lawrence. Lawrence auch ganz junger Mann, 20 weiter auf Djokovic und dann der Rückpass, der war für meine Begriffe im Seitenaus, das ist auch angezeigt worden. Einwurf Kiel, schnell ausgeführt auf die linke Seite. Maschino, linker Flügel, flankt zur Mitte, wird noch abgefälscht der Ball und dann landet er in den Armen von Dominik Reimann. Keine Gefahr für die Defensive von Magdeburg. 82 Minuten gleich vorbei, immer noch führt Magdeburg 3-2 in Kiel. Die Chancenausbeute der Braunschweiger Eintracht. Es ist zum Haarraufen, genau das macht ja auch der Coach Jens Hertel da gerade eben. Riesenchance wieder im Vorwärtsgang für die Braunschweiger. Optimal gespielt bis an den 16er. Da kommt der Querpass in die Mitte und Kahn Kaliskana stolpert über die eigenen Beine und kriegt es nicht zu Ende. Es ist unfassbar. So, die nächste 2-gegen-2-Situation. Ja, Philippe, der französische Stürmer für die Braunschweiger. Was macht er jetzt? Er macht selber! Und Marius Müller im Kasten. Der Schalker hält die reine Möglichkeit auf den Ausgleich erstmal offen. Marius Müller im Kasten des FC Schalke 04 muss die nächste 1-gegen-1-Situation hier überstehen. Macht das bravourös. Rayan Philippe macht das einzig Richtige. Nicht wieder querspielen, bloß nicht. Dann verstolpert bloß der Nächste in der Mitte. Er haut mal volles Rohr drauf und holt immer einen Eckball raus. Hier für den BTSV. Jetzt geht's los, sind die Braunschweiger Fans auf der Tribüne. Keiner mehr, der es mit Blau und Gelb hält, der hier nicht aufgestanden wäre, wenn er den Sitzplatz hat. Es gibt nochmal Eckball
für den BTSV. Rittmüller macht das. Wo ist der Kopfballschütze? Keiner da. Und jetzt Kaliskaner erstmal nach hinten wieder. Ruhig das Bällchen. So ist es auf Hoffmann, der im Mittelkreis steht. Und der versucht hier, die Abseitsfalle der Schalke auszutricksen. Über einen Ball links auf Odonkor. Nicht Odonkor, nur Donkor heißt der gute Mann. Und das geht dann schief. Der kann den nicht kontrollieren. Und so landet das Ding am Ende wieder bei Marius Müller. Können sich bei ihrem Keeper bedanken jetzt die Schalker, dass 2-3 Braunschweiger Konter nicht im Torerfolg endeten für den BTSV. Tatsächlich aber auch das Braunschweiger Unvermögen. Uiuiui, das muss unter der Woche Videostudium haben. Und ich würde sagen, am besten in einer Schwitzhütte, damit sich die Blau-Gelben auch ordentlich ihre Fehler einprägen an dieser Stelle. Also darfst du in der zweiten Liga nicht alles liegen lassen. 2 oder 3 davon ja, aber nicht 4 oder 5. Es ist zum Haare rauf. Nochmal, der arme Jens Hertel an der Seite tut mir leid. Was soll er machen? Er kann ja nicht rauflaufen und die Dinger selber verwandeln. Einwurf für die Braunschweiger. Donkor von der linken Seite. Es bleibt intensiv weiter. Schalke mit den besseren Zweikämpfen jetzt im Augenblick auch. Uedraogo, da haben sie gut aufgepasst diesmal, die Braunschweiger. Aber jetzt ruhig bleiben. Nein, wieder zu schnell gespielt nach vorne. Haben aber Glück, die Braunschweiger kriegen die Kugel nochmal in der Mitte. Kaliskaner macht er gut. Und jetzt ein 3 gegen 2. Vielleicht jetzt der Fangschuss durch die Braunschweiger. Die Möglichkeit wieder Müller gegen Raja Philipp. Es ist nicht zu glauben. Wieder Müller. Also, der Titel Krake ist ja schon vergeben an Markus Golke, den Keeper von Hansa Rostock. Aber da ist der Müller der Oktopus oder was weiß ich. Unfassbar! Marius Müller gegen Rayan Philipp zum dritten. Und auch das dritte Duell geht an den Keeper des FC Schalke 04. 1-0 weiter, die hauchdünne Führung für die blau-gelben Löwen. Was ist das für eine Dramatik hier in der 80. Spielminute im Stadion an der Hamburger Straße. Natürlich dramatisch, weil der Tabellenstand der Braunschweiger mit Platz 16 vor diesem Spiel hier, vor dem Anpfiff, so unglaublich wieder für wenig Selbstbewusstsein gesorgt hat. Sie haben schon wieder diese Tristesse gespürt in der zweiten Fußball-Bundesliga. 3 knappe Niederlagen, wieder hängst du unten drin. Und nun mit diesem 1-0 würden sie hochklettern, zumindest mal auf 14, hätten die ersten 3 Punkte im Sack. Und das wäre so wichtig gegen einen hochkarätigen Gegner wie Schalke 04 von der Revanche für die Pokalpleite am vergangenen Wochenende gar nicht zu reden. Aber es ist noch nicht zu Ende. Kabadayi für die Schalker belegt. Terodde! Und dann mit artistischem Reflex Hoffmann im Kasten der Braunschweiger. Die nächste Glanzleistung eines Keepers am heutigen Tage. Terodde mit einem Kopfball-Torpedo aus 6 Metern. Das Ding ist eigentlich so gut wie drin. Und dann kommt Hoffmann und hat irgendwie noch die Hand dazwischen. Eckball für Schalke 04. Aujan von der linken Seite. Jetzt vielleicht wäre fast ein optimaler Zeitpunkt. 82. Spielminute. Die Braunschweiger kriegen den Ball zunächst mal nicht raus aus der Gefahrenzone. Dann doch Rayan Philipp an der 16er Linie. Muss den Ball jetzt weggeben. Stürmer faul gepfiffen gegen Matriciani. Da war er ein bisschen zu optimistisch unterwegs. Und jetzt muss Drexler sich die Hacken schmieren, damit er hinterherkommt. Gegen Kaliskaner, der außen durchgelaufen ist. Oh, Drexler. Jetzt hebt er den rechten Huf. Hat er sich fast gezerrt, das darf nicht wahr sein. Drexler eingewechselt, ganz wichtig für Schalke. Hat das Spiel beruhigt. Und hat er sich bei dem Sprint gerade jetzt eine leichte Zerrung geholt. Fasst sich immer wieder hinten an den Oberschenkel. Hat auch den Arm gehoben. Dominik Drexler, das wäre richtig bitter für Schalke. Jetzt musst du den wichtigen Drexler wieder auswechseln. Oh. Armes Schalke. Das wäre was. Weiter 1-0 Eintracht Braunschweig. Holstein Kiel in der Vorwärtsbewegung, aber Fehlpass, Missverständnis im Mittelfeld zwischen Simkala und dem neu eingewechselten Jan Fiete ab. Und deswegen noch einmal die Gäste. 88. Minute läuft. Magdeburg kommt nochmal über die linke Seite. Und jetzt ist der Deckel drauf hier in Osnabrück. 3-0 für den ersten FC Nürnberg. Das Tor und dieses Mal
ist es, wer ist es gewesen? Es ist Benjamin Goller, der Joker, eingewechselt nach einer Ecke. Und die Osnabrücker hinten völlig unsortiert. Eigentlich überhaupt keine große Gefahr. Die Ecke kommt rein von der rechten Seite. Dann ein Kopfball, nochmal ein Kopfball. Und dann haben sie Benjamin Goller, den eingewechselten Mann, völlig vergessen dort. 5 Meter vorm Tor ist er ganz alleine und braucht den Ball nur noch einschieben. 3:0. Und das Tor wird nochmal überprüft. Wir gucken, ob es der Überprüfung standhält. Erstmal 3:0. Freistoß Magdeburg am 16er der Kieler. Weit getreten, aber viel zu weit. Der Ball geht übers Tor von Thomas Dehne. Und er hat es jetzt natürlich eilig in dieser 89. Minute beim Stand von 3:2 für Magdeburg, das Ding wieder zurück ins Spiel zu bringen. Holtby aus dem eigenen 16er heraus. Wirf schlägt erst einmal auf Rothe, kurzer Ball, und er wird aber gezwungen zurückzuspielen zu Dehne, der in die ganz hochstehende Nachmittagssonne hier blicken muss, und er haut das Ding dann lang rüber über die Mittellinie. Jetzt geht es eigentlich nur noch mit Hauruck in dieser Schlussphase. Da habe ich das Spiel vielleicht zu früh Schluss gemacht. Denn quasi im Gegenzug nach dem 3:1, jetzt hier das 1:3. Und wer ist es gewesen? Christian Conte im Gegenzug nach dem 3:0 über die linke Seite. Dann spielen sie den Christian Conte schön links frei im Strafraum. Der zieht einfach mal ab und dann schlägt das Ding links im Tor ein. Keine Chance für Christian Martenia. 1:3 jetzt nur noch in der 84. Minute. Nein, in der 87. Da war ich schon noch ein bisschen zu weit hinten. Aber 87. Minute, also jetzt 1:3. Vielleicht geht doch noch was für den VfL Osnabrück. Dazu müssen sie sich strecken, aber vielleicht kann ja dieser Treffer noch mal was freisetzen. Eigentlich war das viel zu wenig, was die Osnabrücker angeboten haben in diesem Spiel, offensiv bisher. Aber so ein Tor, das kann einen natürlich noch mal erwecken, gerade wenn die Fans hier an der Bremer Brücke in diesem emotionalen Stadion vielleicht auch noch mal kommen. Da hätte ich gedacht, dass da vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr geht, eben nach dem Tor. Da waren sie noch mal da, aber ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch nicht mehr so richtig dran glauben. Aber warum denn nicht? Es ist doch noch ein bisschen zu gehen nach diesem langen Ball, den sie einfach mal, wie immer eigentlich, planlos vorne reingeschlagen haben in den Strafraum des ersten FC Nürnberg. Dann fällt der Ball Christian Conte auf der linken Seite vor die Füße und der zieht ab und das Ding schlägt oben ein. 1:3 also aus Sicht des VfL Osnabrück. Und die Gäste, die Gastgeber kommen wieder über die linke Seite. Schöne Kopfballablage jetzt im Strafraum. Da ist es wieder Conte. Schießt und Tor! Und Tor! 88. Minute! Jetzt geht hier doch noch was! Und die Bremer Brücke bebt! Hört mal rein! Jaha! Vor 3 Minuten stand es 3:0 und jetzt 2:3. Der Club war schon der sichere Sieger und jetzt wird es doch nochmal eng. 2:3. Eine typische Fußballgeschichte. 4:2 für Magdeburg. Und wer hat's gemacht? Ahmed Arslan, der Ex-Kieler, der so lange warten musste, auf der Bank draußen sitzen bei diesem herrlichen Sommerwetter zuschauen musste. Dann hat ihn sein Trainer gebracht, Christian Tietz. Und dann hat Baris Atik, das ist der beste Mann auf dem Platz für mich, der Magdeburger Angreifer, den Ball erst einmal erlaufen, hat ihn festgemacht, hat gewartet, hat gesehen, dass Arslan mitläuft, hat ihn bedient. Und der hat dann aus 10, 11 Metern hoch unter die Latte vollendet. Und es heißt hier 4:2 für den ersten FC Magdeburg. Und das in der Nachspielzeit. Und wir wissen alle, dass, wenn hier nicht ein mittleres Wunder passiert, dieses Spiel damit entschieden ist. Ein spannendes, ein tolles, ein intensives Spiel, was lange absolut ausgeglichen war. Und über weite Phasen im zweiten Durchgang dachte ich, Holstein Kiel wird das umbiegen. Holstein Kiel wird gewinnen, aber Magdeburg kam überzeugend zurück und führt jetzt 4:2. Kiel mit einem langen Ball in den 16er. Möglichkeit. 1:0 führt Eintracht Braunschweig weiter durch den Treffer von Kaufmann in der 88. Spielminute. Was haben die hier für Chancen auf das 2:0, auf das 3:0, möglicherweise sogar? Die Jungs mit Blau
und Gelb. Und sie lassen alles liegen. Gerade eben Raja Philipp nach einem mustergültigen Konter von Ucha perfekt bedient, säbelt der über den Ball, der französische Stürmer. Eieiei, es ist zum Haare raufen. Der Jens Hertel, der flippt noch aus da unten, der wird wahrscheinlich einen Arzt brauchen, der seinen Blutdruck runterbringt. Unglaublich, was seine Mannschaft hier liegen lässt. Könnte längst 2-0, 3-0 stehen. So gibt's wieder Freistoß für den FC Schalke 04, der hier weiter im Rennen bleibt. Das ist stark gespielt, aber auch gut abgewehrt per Kopf zunächst mal. Drexler lässt den Ball nochmal tropfen. Abgefälschter Ball dann an die Seite. Und kommt er da noch dran? Ja, da kommt er noch dran. So, jetzt spielt er den Ball ins Seitenhaus. Gibt Einwurf. Nee, abseits. Abseitsstellung erkannt vom Schiedsrichterassistenten. Und jetzt wollen sie natürlich wissen, die Schalker, wer denn, ich denn? Na, der Terode war es am Ende wieder, der übrigens auch schon mal getroffen hatte, aber eben nicht regulär. So, und jetzt hört euch mal diese Kulisse an. Mehr geht nicht. Also das Publikum von Blau und Gelb hat hier einen Extrapreis verdient heute. Wie die hinter der Mannschaft stehen. Trotz all dieser liegen gelassenen Chancen, dieser verpassten Möglichkeiten, das ist schon unfassbar. Wir schreiben die 89. Spielminute. Alle riechen an diesem Heimsieg, der so wichtig wäre für Selbstvertrauen der Blau-Gelben, der Braunschweiger Löwen. Erst recht gegen den FC Schalke 04. Die Pokalpleite dann als Revanche in der Liga. Es wäre noch ein zusätzliches Schmankerl. Ein Kabinettstückchen, ein Bonbon obendrauf. Nächstes Foul der Schalker, die jetzt auch ein bisschen hektischer werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Liegen Kabadagi da die Nerven blank, hat er nachgetreten gerade gegen Philipp an der Seitenlinie. Oder Kurucay war es, der da unten zum Boden gegangen ist. Nee, Krause, glaube ich. Egal, wer auch immer da jetzt gerade sich hinten die Wade und die Ferse hält. Krause ist es, jetzt beim Aufstehen sehe ich es. Also, das ist hier eine unglaublich enge Nummer. Weiter 1-0 Braunschweig. Schalke rennt an, Braunschweig verteidigt. Jetzt haben wir doch nochmal richtig Drama hier an der Bremer Brücke. 3-2, weiter die Führung für den 1. FC Nürnberg. 7 Minuten haben wir noch in der Nachspielzeit. 7 Minuten geht es obendrauf. 1:30 davon sind gespielt. Und der 1. FC Nürnberg hat nur noch ein Interesse daran, das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Christian Matenja schon mit sehr, sehr aufreibendem Zeitspiel dort, hat auch schon die gelbe Karte gesehen, sollte sich jetzt also nicht mehr allzu viel lange Zeit lassen. Jetzt den Freistoß auch ausgeführt. Er geht dort in Seiten aus. Und Osnabrück im Aufbau. Die Gastgeber haben jetzt hier nochmal Oberwasser. Wer hätte das gedacht? Bis zur 86. Minute stand es 3-0. Der Club sah wie der sichere Sieger aus. Ich habe schon gesagt, das Ding ist durch. Der Deckel ist drauf. Und dann zwei mehr oder weniger Zufallsangriffe des VfL Osnabrück. Einfach natürlich mit der Brechstange vorne rein. Und dann lag der Ball zweimal im Netz. Zweimal Christian Conte. Und so gibt es jetzt hier nochmal richtig spannende Schlussphase. Osnabrück immer noch im Vorwärtsgang. Und zwar am gegnerischen Strafraum. Jetzt aber rausgeköpft. Und die Lila-Weißen bleiben im Ballbesitz. Geht über die linke Seite. Wird nochmal dramatisch hier an der Bremer Brücke. Schlusspfiff in Kiel. Magdeburg bleibt souverän und gewinnt hier dieses begeisternde Zweitligaspiel. Am Ende deutlich mit 4-2 bei Holstein Kiel. Magdeburg bleibt weiter ungeschlagen vorne in der Topgruppe der Tabelle. 7 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Genug Zeit für den FC Schalke 04, hier doch noch zum Ausgleich zu kommen. Zum Punktgewinn zumindest. Einen Zähler mitzunehmen und damit Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Braunschweiger klammern sich mit aller Macht an dieses 1-0, an dieses eine Tor. Verteidigen mit Mann und Maus. Gelegentliche Angriffe nach vorne, nicht ausgeschlossen. Nächster Ballgewinn. Und jetzt auf der rechten Seite. Und das ist clever gemacht vom Neukapitän Krause, der die Binde übernommen hat von Nicolau. Erstmal die Nummer beruhigen, hinten rumspielen. Da ganz, ganz ruhig bleiben. Das sind wertvolle Sekunden, auch wenn der Ball dann doch am Ende bei Auejahn landet, dem Schalker Verteidiger auf der Außenbahn. Kaliskana vorhin mit 2-3 wichtigen Zweikämpfen, die er gewonnen hat, mit Balleroberungen. Das ist alles gut, was Braunschweig macht. Aber hält es aus Sicht der Blau-Gelben bis zum bitteren Ende hier, bis das wirklich abgepfiffen wird. Es ist verdammt eng.
Und jetzt geht's wieder nach vorne, durch die Mitte. Da ist Uca am 16er. Uca schafft's auch nicht. Uca schafft's auch nicht gegen Müller. Das darf doch nicht wahr sein. Auch Toni Uca scheitert flach gegen Marius Müller, der wieder das Bein dazwischen bekommt. Mein Gott, was sind das Chancen von den Braunschweigern? Vierte Minute der Nachspielzeit. Weiter nur 1-0 Braunschweig. Der 1. FC Nürnberg hat nur noch ein Ziel, hier irgendwie die Zeit von der Uhr zu spielen. Der Club führt ja weiter mit 3-2 tief in der Nachspielzeit. 5 Minuten sind wir gleich schon über die Zeit. 7 sind angezeigt. Und jetzt hat der Club nochmal einen Freistoß. Halbrechte Position, 20 Meter vor dem Tor. Eigentlich geht es nur noch darum, die Uhr runterzuspielen. Aber vielleicht wird der eingewechselte Johannes Geis, der da jetzt am Ball steht, das Ding trotzdem nochmal versuchen aufs Tor zu bringen und damit hier endgültig alles klar zu machen. Schuss aufs Tor! Und gehalten von Lennart Grill. Da macht er sich lang und länger und lenkt den Ball um den Torpfosten rum. Gefährliche Aktion nochmal für den 1. FC Nürnberg. Und jetzt gibt's nochmal eine Ecke. Und auch da haben die Nürnberger natürlich ganz, ganz, ganz viel Zeit. Überhaupt keine Eile. Johannes Geis, ja, im Schneckentempo trabt er da hinten zur Ecke. Jetzt kurz ausgeführt zusammen mit Hayashi. Immer noch im Spiel dort an der Eckfahne. Hayashi gegen 2 Osnabrücker. Und jetzt der Freistoß gepfiffen von Sascha Stegemann. 5 Minuten 45 über die Zeit. 1 Minute 15 haben wir also noch in der Nachspielzeit hier. Weiter die 3-2 Führung. Und der Club hatte ja schon geführt mit 3-0. Und das bis zur 86. Minute. Das muss man sich mal vorstellen. Da war der Deckel eigentlich drauf. Und dann 2 Zufallsangriffe. Einfach nur noch nach vorne geschlagen, das Ding. Zweimal Conte. Dann stand es 2-3. Und deswegen jetzt also hier nochmal dieses Drama in der Schlussphase. 45 Sekunden sind es noch. Es muss eigentlich jetzt der letzte Angriff sein. Langer Schlag raus von Lennart Grill, dem Schlussmann der Osnabrücker. Dann Kopfballabwehr der Nürnberger. Eine Gelegenheit gibt es vielleicht noch. Einwurf für Osnabrück in der eigenen Hälfte. Tief hinten drin. Da ist es Niklas Wiemann. Jetzt Langenhafer nur noch nach vorne geprügelt. Das Ding. Kopfballverlängerung von Otschi Wried. Kein Plan mehr dahinter. Klar. Langenhafer, die Brechstange muss es richten. Und jetzt vielleicht nochmal. Osnabrück über die linke Seite. Flanke kommt rein. Hinten ist er frei. Und daneben. Das war sie nochmal, die Riesenchance. Und dann war der Ball im Aus. Es gibt nochmal die Ecke, wenn ich es richtig gesehen habe. Also der Flankenversuch dann nochmal von Kehl kam von der linken Seite rein. Und dann ist Aydini, den haben sie ganz hinten vergessen. Der bringt den Ball mit dem Kopf aufs Tor. Und dann aber noch Christian Matenia, der Tormann, dazwischen. Und lenkt den Ball noch zur Ecke ins Aus. Das hätte das 3-3 sein können. So, die Ecke, die wird es jetzt gleich noch geben. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil nämlich Aydini und Matenia sich da beide verletzt haben bei dieser Aktion. Also die liegen beide am Boden. Das Spiel läuft noch. Mal gucken, wie es hier noch weitergeht. Weiger im Vorwärtsgang. Braunschweig nochmal mit dem Konter, gerade eben Uedraogo daneben. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, link in quer, Junge, du liebes bisschen. Wieder in die Füße der Schalker, das darf nicht wahr sein. Wie spielen die ihre Chancen zu Ende? Eintracht Braunschweig, da muss man aber wirklich dringend, ganz dringend was machen. So, Kabadayi heißt er, nochmal gefoult. Thomas Reis mit einer wegwerfenden Handbewegung. Rote Karte, gegen wen? Was war das denn? Platzverweis jetzt? Platzverweis, gelb-rot oder rot? Irgendwas von beiden. Also so schnell konnte ich jetzt gar nicht hingucken. Braunschweig in Unterzahl dann. So ist es. Also, das war die gelb-rote Karte gegen Behrendt wegen eines taktischen Fouls. Eieieiei. Na gut, klar. Und jetzt ist das am Ende auch noch der Preis, den Braunschweig zahlen muss. So ist es. Behrendt geht raus, gelb-rot, zweite gelbe Karte, kassiert. Nach einem taktischen Foul an Kabadayi. Und nochmal ein Freistoß für den FC Schalke 04. Ist das ein Drama? Hier, wir sind lange drüber. Marius Müller, der Keeper mit vorne, kriegt Braunschweig das nochmal geregelt. Am Ball außen, der jetzt Kapitän Krause hat es hintereinander. Müller muss zurück ins Tor. Tor ist leer von Schalke. Und da kommt der lange Schlag. Reicht er? Nein. Oben drüber mit dem Kasten von Doncor.
So, und Müller sofort da, holt einen neuen Ball. Den hat er an der Seite schon zurechtgelegt, damit es nur ja schneller weitergeht. Hertel schimpft wie ein Rohrspatz auf den Schiedsrichterassistenten. Nein, sagt, wir sind 9 Minuten über die Zeit. Wo ist der Abpfiff? Junge, das darf nicht wahr sein. Schalke nochmal mit der Flanke in den 16er. Kommt jetzt der Kopfball oder war es das? Nochmal in die Mitte gegeben. Braunschweig rausgeköpft. Raja Philipp. Schluss, Schluss, Schluss in Braunschweig. Das Stadion an der Hamburger Straße jubelt. 21.800 ausverkaufte Hütte sehen einen 1:0 Heimsieg der Blau-Gelben durch das Tor von Fabio Kaufmann. Was war das für ein Arbeitssieg? Die Pokalrevanche ist geglückt. Und es gibt nochmal den Einwurf. Das Spiel in Osnabrück läuft weiterhin. Wir sind jetzt schon gleich 10 Minuten über die Spielzeit. Und es gibt nochmal einen Freistoß für den VfL Osnabrück. Die Osnabrücker liegen weiter zurück mit 2:3. Aber noch ist nicht Schluss. 10 Minuten sind wir schon drüber. 7 waren angezeigt. Dann eben diese Verletzungspause. Jetzt der Freistoß. 30 Meter von der linken Seite. Kommt rein. Kopfball unternehmen. Und es gibt Abstoß. Und das müsste es dann gewesen sein. Hier in Osnabrück, was haben wir für ein Drama erlebt. Aber noch macht Schiedsrichter Sascha Stegemann immer noch nicht Schluss. Meine Güte, wie lange soll das hier noch gehen? 10,5 Minuten sind wir schon über die normale Zeit. Ja, wir haben diese super lange Verletzungsunterbrechung eben gehabt, weil da eben Aydini und Matenia zusammengerauscht sind. Und dann gab es die Ecke, die hat nichts eingebracht. Also 3:2 führt der Club und jetzt ist Schluss. Der 1. FC Nürnberg gewinnt hier mit 3:2, aber es war am Ende ein Zittersieg. 3:0 haben die Nürnberger geführt in der 85. Minute durch die Tore von Usun, Schleimer und Goller. Und dann, als schon alles vorbeischien, machte der VfL Osnabrück noch 2 Treffer, zweimal Conte, 86., 88. Und so haben wir hier nochmal ein richtiges Drama erlebt. Am Ende feiert der 1. FC Nürnberg seinen ersten Saisonsieg, verhindert damit einen kompletten Fehlstart. Und der VfL Osnabrück wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Das war's von der Bremer Brücke. Wir haben über 100 Minuten hier erlebt. Ein schöner Sonntagnachmittag. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Sportschau live. Das war die zweite Halbzeit. Und das war der 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Hier geht's aber direkt im Anschluss weiter um 15.20 Uhr mit der Bundesliga-Partie Union Berlin gegen Mainz 05. Und dann zu guter Letzt schließen wir den 1. Bundesliga-Spieltag mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98. Ja, gegen 17.20 Uhr. Hier in voller Länge natürlich nur bei Sportschau live. Bis gleich. Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge. Nur bei der Sportschau.